begrüßen zum ersten Lenkungsausschuss von der Vereins- und Verbandsentwicklung. Ich hoffe, dass das Ganze ein Meilenstein in der Geschichte vom ÖPV wird. Die Idee von der Vereins- und Verbandsentwicklung ist, den ÖPV, die Landesverbände, die Vereine eigentlich von der Jetztzeit oder in die Jetztzeit führen sollte. Und der Lenkungsausschuss, so also wie wir hier sind, beziehungsweise die Verantwortlichen in den Ländern, in den Landesverbänden, der Motor dafür sind. Man sagt, wir wollen in die Jetztzeit, was heißt das? Für mich sind wir halt weit weg von der Jetztzeit derzeit im Badminton. Und ich meine jetzt nicht den sportlichen Teil, den leistungssportlichen Teil, sondern das Ganze rundherum. Also aus meiner Sicht steckt man so ein bisschen im Mittelalter, wo es noch Ritter gegeben hat, ohne Furcht und Tadel, wo es Burgen gegeben hat, dass Angst vor Überfällen gebaut worden sind. Und dass das nur eigentlich nur ein ziemlich weiter Weg ist ins, ich sage mal, neue Jahrtausend. Vielleicht sicher das ein bisschen radikal, aber das ist mein Eindruck nach 294 Tagen jetzt beim ÖPV und ich sage mal 2 Jahre NÖPV. Und ich sage mal von der Jetzt-Situation oder von der, wo wir jetzt sind, sprich im Mittelalter, in die Jetzt-Situation kommen wollen, dann ist das ein bisschen ein weiterer Weg. Ich vergleiche das immer damit, wenn man im Mittelalter ein Auto hingestellt worden hätte, dann wäre das wahrscheinlich zertrümmert worden. Oder wenn man den Rittern eine Schusswaffen gegeben hätte, dann hätten sie wahrscheinlich gegenseitig abgemurkst. Mit Büchern haben sie nichts anfangen können. Und dann Galileo Galilei hat man damals erhängt, weil er behauptet hat, dass sich die Erde um die Sonne gedreht hat. Oder dreht. Ich hoffe, dass mir nicht Ähnliches passiert, wenn ich so einen Vergleich strapaziere. Er hinkt natürlich ein bisschen, aber es trifft sie im Kern meiner Meinung nach schon. Dass wir einfach eine Evolution oder einen ziemlichen Sprung im Badminton brauchen. Und so eine Evolution geht halt immer mit einem Mindset-Change einher. Das heißt, das ist nicht nur das, was man bei der Vereinsentwicklung oder Vereins- und Verbandsentwicklung an Taten entwickeln, sondern ich glaube, dass auch sehr, sehr viel noch am Bewusstsein gearbeitet werden muss. Dass wir dorthin kommen, dass die Vereins- und Verbandsentwicklung wirklich bei den Vereinen, bei einigen Landesverbänden auf fruchtbaren Boden trifft. Die Idee von der Vereins- und Verbandsentwicklung, vor allem für die Vereine, ist, dass wir im Lenkungsausschuss Themen generieren, Ideen generieren, Kooperationen, Ausbildungs, Themen adressieren, Förderungsmöglichkeiten und vieles mehr. So ähnlich wie ein Supermarkt, wo man halt gewisse Themen in ein Regal reinschlichtet und die Vereine nachher aus dem Regal rausnehmen können. Nämlich genau das, was sie brauchen. Ja, da wird Kleidung drinnen sein, da wird Essen drinnen sein, da wird Getränke drinnen sein. Und je nachdem, was für Verein halt dann lieber Obst oder ich sag Bier, Schnitzel oder Fastfood ist, kann das mitnehmen. Es wird ja nicht jede Kleidung stehen, das da drinnen ist. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir eine Infrastruktur schaffen, wo man die Vereine weder erfrieren noch verhungern lassen. Und das ist so ein bisschen der Hintergedanke, jetzt bildlich gesprochen. Auf der anderen Seite, als Landesverbände, wenn geht, geschlossen ins neue Jahrtausend zu kommen und auf der anderen Seite halt den Vereinen wirklich als Nahversorger zur Seite zu stehen, damit die ihr Potenzial entsprechend entfalten können. Meeting selbst, ich glaube, digitales Meeting braucht nicht mehr recht viel sagen. Die Mikrofone, wenn es Nebengeräusche gibt, bitte stumm schalten. Aufzeichnung habe ich schon erwähnt. Falls es anstrengend wird und irgendwer nimmer kann, bitte einfach reinschreien und Pause schreien. Das ist einer meiner großen Nachteile oder eine große Schwäche von mir, dass ich das immer wieder übersehe. Ja, zu den Teilnehmern, wenn wir da sind, machen wir noch eine kurze Vorstellungsrunde. Ich sage mal, was ich so kurz geschaut habe, hat jeder von euch sehr, sehr viel Erfahrung und sehr, sehr viel bereits beigetragen zum Badminton. Die meisten haben wahrscheinlich mehr Erfahrung als ich im Badminton-Umfeld, vor allem im Verbandsumfeld. Deswegen ist natürlich die Frage legitim, warum ich überhaupt qualifiziert bin, um sowas wie eine Verbandsentwicklung oder Vereins- und Verbandsentwicklung voranzutreiben. Weil ich maße mir jetzt nicht an, dass das Ganze besser war als ihr. Und die Frage, was mich qualifiziert, ist halt, also ist mir interessanterweise noch nie vom ÖPV gestellt worden. Seitdem ich dort Funktionär bin. Ich habe mir es aber dann selber irgendwann einmal gestellt und ich will ein bisschen einen kurzen Schwenk in meine Geschichte geben, wo meine Wurzeln abseits von Badminton liegen, damit sie einfach wisst, wie ich tick. Ich versuche es kurz zu halten, also privat.
komme aus St. Pölten, bin verheiratet, habe zwei Kinder, die Badminton spielen, das wissen viele von euch. Von der Ausbildung her habe ich in St. Pölten die HTL besucht für Elektronik. Das war mir persönlich ein bisschen zu einseitig. Deswegen habe ich danach ein Studium angeschlossen, Studium Wirtschaftsinformatik. Ich wollte IT mit Wirtschaft verbinden. Habe mir dann im zweiten Abschnitt spezialisiert auf Volkswirtschaft. Von der Idee her, das Land, den Staat, das Ganze zu sehen und die Abläufe dahinter zu verstehen und auch die Gesellschaft ein bisschen zu verstehen. Das war dann schon okay, damit bin ich dann ins Berufsleben gestartet. Irgendwann hat mir der Punkt Kommunikation gefehlt. Das habe ich dann so in Mitte 2000er nachgeholt mit einer zweijährigen NLP-Ausbildung. Vielleicht dazu zu NLP mit einem Vorurteil aufzuräumen, das hat jetzt mal nichts direkt mit Manipulation zu tun. Da geht es eigentlich um Kommunikation vor allem mit anderen, aber vor allem eigentlich mit sich selbst. Weil die Idee dahinter ist, nur wenn du selbst mit dir im Reinen bist, kannst du mit anderen wirklich gut kommunizieren und kannst Sachen, die die anderen sagen, wertvoll nehmen und springst dem Gegenüber nicht immer gleich an die Kehle. So wie es bei uns im Badminton manchmal ja der Fall ist, wenn jemand was sagt. Beruflich habe ich 1994 Studium abgeschlossen, 1996 habe ich gestartet als Programmierer und Kundenbetreuer in einem mittelständischen Unternehmen. Die Anfangszeit war wahrscheinlich so wie bei einigen. Ich habe mir Zeit weggewünscht, um es ganz brutal zu formulieren. Das heißt, ich bin einfach in der Früh in die Arbeit gegangen und habe dann einfach Tätigkeiten gemacht und mir gedacht, okay, hoffentlich geht das bald vorbei. Was eigentlich ganz, ganz dumm ist, jetzt so rückwirkend gesehen. Die Zeit war dann irgendwann einmal relativ rasch vorbei. Das, was mir damals am meisten Spaß gemacht hat, ist eigentlich Kundensupport, nämlich Telefonsupport für unsere Kunden, Kunden helfen. Nachdem es dann einmal Klick gemacht hat und ich die Zeit halt nicht mehr weggewünscht habe, habe ich mich dann hochgearbeitet in der Firma, bin über die Produktverantwortung von einem eigenentwickelten Buchhaltungssoftware hinkommen zur Leitung vom Customer Support Center, hab dann 5 Jahre lang die Entwicklung von einem ERP-System geleitet, das damals mit der SAP konkurriert hat. Ist mir dann irgendwann zu einseitig geworden, bin im Vertrieb gewechselt, zusätzlich Marketing dazu und bin seit 2010 in der Firma in der Geschäftsführung und habe mich mittlerweile am Unternehmen beteiligt. Sportlich bin ich über Fußball, Tennis, Squash 2004 zum Badminton gekommen, unter anderem deswegen, weil Squash vom Badminton verdrängt worden ist. Bin dann 2016, also über 6 Jahre Obmann in St. Pölten geworden. War durchaus interessante Zeit. Wir haben innerhalb von 4 Jahren die Mitgliederzahlen verdoppelt. Bin 2019 zum NBV, also zum Niederländischen Badmintonverband gekommen. Habe dort eigentlich das erste Mal wirklich Breitensport betrieben in Niederösterreich. Bis dorthin war Breitensport eigentlich gleichgesetzt mit Schulsport. Was für mich persönlich unverständlich war, aber ich glaube, es ist in anderen Bundesländern noch immer so. Ist für mich eine ganz andere Zielgruppe. Aber wir haben dann versucht, Breitensportaktivitäten zu machen. Mission 2023 bringt People to Badminton etc. Ein bisschen was ist über die Landesgrenzen hinausgeschwappt. Und seit 2021 bin ich beim ÖBV und habe das Referat Breitensport-Innovationen über. So viel, so gut. Das ist mal kurz mein Werdegang. Man sagt so, 10.000 Stunden in etwa braucht man, bis man was wirklich gut kann. Ich glaube, ich jetzt bei kann von den Sachen jetzt wirklich 10.000 Stunden hinter mir, habe ich aber da relativ breites Wissen. Und ich habe auch eine Eigenschaft, die was vielleicht interessant ist. Ich bringe mich zu 150% in ein Thema ein, wenn ich das Gefühl habe, was beitragen zu können, es Sinn macht und oder ich was lernen kann daraus. Und ich glaube, dass ich gerade in dem Bereich der Vereins- und Verbandsentwicklung einiges beitragen kann aus meiner Laufbahn. Ich sage mal, lernen tue ich wahnsinnig viel über die Gesellschaft, wahnsinnig viel über andere Leute, aber vor allem über mich, weil ich einfach versuche, mal die Fehler, die Probleme an mir zu suchen und nicht immer bei den anderen, was ein bisschen schwerfällt, aber so ein bisschen rauskommen aus der Opferrolle. Die Frage stellt sich trotzdem, warum dass man sich sowas antut, weil gerade so ein Konzept wie die Vereins- und Verbandsentwicklung ist einmal nicht ganz unaufwendig. Und jetzt würde ich die erste Frage mal in die Runde stellen. Was glaubt ihr, was so ein Beweggrund sein kann für mich?
Wenn keiner was sagt, sage ich vielleicht was. Meine Motivation wäre, dass es Spaß macht. Okay. Weil andere Motivation kann es eigentlich nicht geben. Für Geld kriegst du wahrscheinlich nicht viel dafür. Nicht viel? Definiere mal nicht viel. Ja. Also Geld so bekommen... von null abwärts. Ja, genau. Ja, genau. Das trifft. Weil Spaß macht, das ist ein interessanter Ansatz. Ich glaube, dass du Motivation gefunden hast, Sigi. Du hast eine Leidenschaft gefunden und du willst nicht, dass die Leidenschaft stagniert oder langsam verschwindet. Und du versuchst jetzt, uns und andere zu motivieren, dass wir Badminton dorthin bringen, wo es hingehört. So, einer der besten Sportarten der Welt in Österreich. Projiziert jetzt jeder von euch so auf den anderen, so nach draußen? Ja, das ist so, das ist so mein Eindruck. Weil es Spaß macht. Ich kann es vielleicht sagen, vielleicht mache ich eine halbminütige Vorstellung von mir. Ich bin Robert Schmidt, bin seit 2000 beim Badminton, seit 2008 Obmann vom Verein in Feldkirch, war von 2013 bis vor 2-3 Wochen VBV-Präsident. Und interessant, wo ich die JSH-Versammlung gemacht habe, die letzte vom Verband, habe ich geschaut, was habe ich damals vor 9 Jahren geschrieben, was meine Motivation ist. Und genau so bin ich angetreten und habe geschrieben, Badminton, weil es Spaß macht. Wir haben dann in der ersten Phase, weil ich den Verband in einer Krise, während einer relativ großen Krise übernommen. Und da haben wir die Visionen und so weiter definiert, sind haben wir also ähnliche Dinge gemacht. Und unsere Verbandsvision heißt jetzt gemeinsam mit Freude zum Erfolg. Und das kann nur funktionieren, weil ich möchte mir eigentlich meine Freizeit damit in meiner Freizeit mit Dingen beschäftigen, die mir Spaß machen, wo ich gern bin. Ich sitze mir gerne am Abend mit Freunden zusammen oder in einer Runde, wo ich mich wohlfühle. Wenn ich mich nicht wohlfühle, dann wäre ich irgendwann einmal die Motivation verlieren und das nicht mehr machen. So cool, ganz kurz. Cool, sehr gut. Du kannst sehr gerne auch, bei uns auf der VBV-Seite sind die Visionen auch beschrieben, was da zu den drei Punkten dazu gehört. Gemeinsam und mit Freude und so weiter. Danke, ich kenn's. Ja, okay, ich habe schon sehr lange mit einem Vorarlberger zu tun. Ah ja, genau. ja, es trifft eh, es trifft zu fast 100% oder es trifft zu 100% mit einer kleinen Ausnahme. Ich würde jetzt Freude statt Spaß sagen. Der Spaß für mich so, ist ein bisschen ein Unterschied für mich ja, persönlich. Das haben wir geändert. Ursprünglich war ja mein Ding, weil Badminton nur Spaß macht, aber unsere Vision hast du jetzt gemeinsam mit Freude zu machen. Ja, okay. Ich habe dann noch ein bisschen reingehört in mich. Es ist halt irgendwie unterm Strich das, und da kommt nachher noch eine Folie dazu, dass ich das Ehrenamt irgendwie als Energiequelle sehe. Auf der anderen Seite natürlich auch als Ausgleich, natürlich als Spaß. Man muss sich wohlfühlen, man muss gemeinsam was machen. Das gehört alles dazu. Man muss das Gefühl haben, dass es Sinn macht. Und dann, wenn das alles drinnen ist, dann kommt im Idealfall mehr Energie zurück, als was du reinsteckst. Und das ist halt für mich ein bisschen ein Knackpunkt generell im Ehrenamt. Es wird sehr, sehr viel gejammert. Man findet keine ehrenamtlichen Mitarbeiter und sowas. Und jeder macht es nur fürs Geld. Ich glaube, also ich habe jetzt noch keine Erfahrung darin, außer jetzt in St. Pölten, da wirklich Leute zu akquirieren, und die vielleicht in Mario, was ja immer wieder sagt. Aber ich glaube, wenn man, also Mario und ich sind vielleicht ein gutes Beispiel, wenn sie wir damals nicht gefunden haben, irgendwie hätten, hätten wir das wahrscheinlich beide nicht gemacht. Und es ist halt immer so, dass. Also es ist halt immer ein Rollercoaster, es geht immer rauf, runter, das wirst du genauso kennen, Norbert. Es ist nicht immer nur Spaß, man muss immer einbeißen. Und da ist es halt wichtig, dass man irgendjemanden hat, der einen auch versteht, mit dem man sich austauschen kann, mit dem man auf einer Wellenlänge ist. Und desto mehr das sind, desto besser natürlich. Ich sage mal, das ist halt im NEBV so und das ist auch im ÖBV so.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich der Punkt, wenn einmal weniger zurückkommt, als was du einsteckst, musst du mehr einstecken, musst du das, was zurückkommt, wenn ein gewisser Frust da ist, dann wird das Ganze nicht mehr lustig und dann hört man wahrscheinlich auf damit. Schätze ich jetzt mal. Ja, zur Folie vielleicht zu stingen. Also auf der Folie sind ein paar Sachen oben, jenseits der Hashtags. Also dieses Puzzleteil steht halt für mich als Überzeugung, dass das genau das ist, das Missing Link, das wir jetzt derzeit brauchen im Badminton, nämlich die Vereins- und Verbandsentwicklung. Die beiden Schlüssel sind so ein bisschen, ich sage mal, mit der Schlüssel zum Erfolg, dass das, was wir da machen, auch wirklich was wird. Und der eine Schlüssel steht, also es stehen beide für weiche Themen. Der eine steht hauptsächlich für Respekt und der andere steht für Dialog. Ich glaube, das sind zwei Themen, die jetzt nicht nur im Badminton, was in der Gesellschaft einfach ein bisschen in den Hintergrund gelangen ist. Ich meine, jeder spricht über Respekt, das ist sehr, sehr inflationär zu sehen. Ich habe mir dann einmal ein bisschen die Mühe gemacht, dahinter zu schauen, was ist eigentlich Respekt. Habe dann auch ein Video im Developer Network geteilt davon, von einem Herrn René Barbonus, der darüber spricht, was Respekt ist oder was respektlos ist. Könnt sich alle anschauen, ist sehr zu empfehlen. Es ist halt, also der vertritt halt die Meinung, Respekt ist den anderen sehen. Das heißt, nicht einfach nur das Objekt zu sehen auf der anderen Seite, das einfach zur Zielerreichung da ist, nicht nur die Sache zu sehen, sondern die Person dahinter zu sehen. Das heißt, grundsätzlich natürlich Sache und Person zu trennen und die Person wirklich zu sehen und nicht zu sagen, so wie Forrest Gump, meine Mama sagt, dumm ist, wer Dummes macht. Ist zwar ein geniales Zitat aus Forrest Gump und für Forrest Gump auch ideal. Allerdings, wenn man jetzt da, ich sage mal, ein Kind in der Norm hernimmt, dann ist es natürlich brutal, die Aussage. Wenn das Kind einmal Dummes macht, dann wird sie von der Mutter als dumm abgestempelt. Das kann es genau nicht sein. Und das ist halt was wir im Badminton schon oft haben. Es gibt Konflikte, es gibt Auseinandersetzungen und dann drehen sich Leute einfach um. Und wollen nichts mehr damit zu tun haben, nur weil man ein, zweimal vielleicht einmal eine andere Meinung gehabt hat. Das ist aus meiner Sicht eines der Probleme, warum gewisse Leute im Badminton den Rücken gedreht haben. In jüngster Vergangenheit, in was schon ein bisschen länger her ist. Und das zweite ist der Dialog. Ein extrem schwieriges Thema, weil Dialog setzt einmal Respekt voraus. Und Dialog setzt Offenheit voraus, nämlich offen für das Thema zu sein. Das heißt, in ein Gespräch reinzugehen. Mit dem so offen, dass ich mit einer anderen Meinung rausgehen kann. Dass ich sage, okay, ich kann den anderen verstehen. Und das ist in der heutigen Zeit schwierig geworden. Man braucht jetzt nur mal schauen, die jüngste Vergangenheit mit Covid-Impfgegner Fanatiker, die Leute haben mit dem Finger aufeinander gezeigt. Jeder hat den anderen bezichtigt. Selbst der Begriff Solidarität ist in einem sehr, sehr zweifelhaften Kontext verwendet worden. Das heißt, unsere Gesellschaft geht in die Richtung, dass man eher bezichtigt, dass man einen Dialog suchte. Es war so, dass man über das Thema, das ist eine Glaubensfrage geworden, man hat gar nicht mehr darüber offen reden können. Detto Ukraine und Russland, das ist eine Glaubensfrage. Jeder, der nur andeutungsweise in Putin verstehen will oder sagt, ja, man könnte schon, ist die Diskussion sofort vorbei. Und das ist aus meiner Sicht ein großes Problem der Gesellschaft, wieso wir im Badminton auch haben. Dieser Dialog, einen wirklichen Dialog zu führen, das fördert ein bisschen. Und ich bin da selber ein bisschen gebrandmarkt am Rande. Ich bin aufgewachsen in einer Umgebung, wo meine Großmutter nicht mehr mit dem Bruder meiner Mutter gesprochen hat. Sprich mit ihrem Sohn. Das heißt, Mutter und Sohn haben sich irgendwie so entzweit, dass sie nicht mehr miteinander gesprochen haben. Der Sohn hat drei Kinder bekommen und die Großmutter hat auch nicht mit ihren Enkeln gesprochen. Die Enkel haben auch nicht mit der Großmutter gesprochen. Das ist jetzt schon eine Situation, wo ich sage, okay, das war die Nachkriegszeit, war natürlich eine andere Zeit, als wir jetzt haben, aber wenn keiner den ersten Schritt macht, wenn keiner sich am anderen einlassen will, dann ist das brutal. Ich habe nie herausgefunden, was der Grund war. Ich weiß nur, dass es halt ein bisschen, ja, also es war kein gröberer Grund, das hat meine Mutter gesagt.
Meine Mutter war erste Reihe Fußfrau dabei, aber sie hat es auch selber nicht gewusst. Es war einfach der Dialog, der gefehlt hat. Und ich kenne halt bei uns im Badminton viele Leute, die würden gerne im Badminton was tun. Die würden gerne mithelfen, die haben vielleicht sogar die Skills dafür. Sie wissen nur nicht, wie sie es angehen. Und in einer Rolle zwischen Hilflosigkeit und Wut gehen jetzt entweder am ÖBV los mit verbalen Attacken oder sie tun gar nichts. Ein Dialog ist teilweise ein Fremdwort, weil sich jeder irgendwo in einer Opferrolle sieht. Und also meine Interpretation der Sache, in einer Rolle, wo sich Österreich wahrscheinlich seit 80 Jahren ganz, ganz, ganz wohl fühlt in dieser Opferrolle, aber die einfach absoluter Quatsch ist. Weil wenn wir uns ignorieren, dann ignoriert der andere zurück. Wenn wir auf den anderen losgehen, dann geht der andere los auf uns. Das, was wir sehen, das ernten wir. Und wenn wir keinen Dialog sehen, dann werden wir auch keinen Dialog ernten. Und wenn wir sich nicht um Dialog kümmern, dann wird das auch nichts werden. Und der erste Schritt, den wir gemacht haben, also ihr kennt ja alle das Konzept, das setze ich jetzt einmal voraus. Der erste Schritt, den wir jetzt gemacht haben, wir sind auf die Vereine zugegangen mit dem Fragebogen. Es hat dann eine hitzige Diskussion in der Badminton-Community Austria gegeben, mit einer Person, die eigentlich mit der auf derselben Wellenlänge bin, aber einfach die Diskussion ist ein bisschen seltsam verlaufen. Das ist auf der anderen Seite relativ wenig Feedback bis jetzt von den Vereinen. Ich glaube, das sehe ich als Aufgabe jetzt beim Lenkungsausschuss-Team irgendwie diesen Dialog zu forcieren, den Dialog mit den Vereinen zu forcieren, aber auch zu forcieren in den Ländern, dass die wieder mit dem ÖBV sprechen. Ich glaube, da hat man sich ziemlich, ziemlich entfernt. Der ÖBV auf der anderen Seite von den Landesverbänden. Für mich war die Länderkonferenz war halt ein bisschen eine Formalgeschichte, die ist abgehandelt worden und dann war es vorbei. Ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum das nachher nicht telefoniert oder dass das keine Feedback-Runde gegeben hat mit den Landesverbänden. Also die Landesverbände, man sieht sie einmal im Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht Leistungssportkonferenz und sowas. Aber Länderkonferenz, man sieht sie einmal. Dann bittet man das aber die 4 Stunden. Am Schluss ist man echt froh, dass es vorbei ist. Und dann sieht man sie wieder in einem Jahr. Das muss man dazwischen irgendwie, oder auch zur Länderkonferenz ein Feedback einholen. Was kann man besser machen? Wie kann man sie weiterentwickeln? Also sind für mich einfach ein paar Sachen, die jetzt für mich als, ich sage mal, durchaus Greenhorn, 294 Tage dabei beim ÖBV, ein bisschen seltsam kommen, aber vielleicht ist ja das eine oder andere wird so passen, aber das eine oder andere ist vielleicht wirklich ein bisschen was, wo wir dran arbeiten können. Das dritte, was da noch neu ist, ist dieses Hashtag Wir sind Badminton Austria, neu entwickelt worden. Einfach als Erinnerung, mehr oder weniger, dass nicht der ÖBV Badminton Österreich ist, so wie ich immer wieder gehört habe die letzten Jahre schon. Der ÖBV tut ja nichts, der ÖBV irgendwas. Der ÖBV ist ein Organ, ich sage mal privatwirtschaftlich gesprochen, sind die Landesverbände der Eigentümer vom ÖBV. Ich bin selber an einem Unternehmen beteiligt. Als Eigentümer muss man sich nicht alles gefallen lassen, sage ich jetzt einmal ganz brutal. Als Eigentümer brauche ich aber nicht so, denn ich brauche nicht jammern, dass meine Firma, dass der Geschäftsführer in der Firma nichts tut oder dass die Leute dort nichts tun, wenn ich Eigentümer davon bin. Also das sind für mich lauter Sachen jetzt einmal, eben aus der Privatwirtschaft, wo ich sage, wir sind in Badminton im Mittelalter und wir sollten ins neue Jahrtausend reinkommen. Weil das ist für mich einfach ja, zum Teil nicht verständlich ist. Auf dem Bild ist noch was oben, nämlich eine Kette. So heißen, dass die Landesverbände natürlich dadurch, dass sie auch Eigentümer vom ÖBV sind, mehr oder weniger in privatwirtschaftlicher Sicht gesprochen, mit einer Kette verbunden sind, zusammen natürlich arbeiten müssen, aber nicht arbeiten, sondern zusammen an der Zukunft arbeiten oder zumindest sollten müssen, ist immer so ein relatives Wort in unserer Zeit, gemeinsam arbeiten sollten. Und eine Kette, wenn die verbunden ist, ist die Kette genauso stark wie das schwächste Glied drin. Und wir haben derzeit Glieder, die sind ganz gut, die sind das Nieroster Stall, habe ich den Eindruck, aber es gibt auch andere, die sind schon sehr verrostet oder halten gar nicht mehr zusammen. Und da müssen wir jetzt schon schauen, dass wir die wieder gemeinsam ausbilden, also gemeinsam formen und wieder ein bisschen stärker machen. Ich habe da ins Badminton Developer Network auch so eine Geschichte reingeschrieben, das Ranglistensystem und der Gärtner. Für die, was gelesen haben, geht halt auch in die Richtung. Wenn im Nachbarsgarten ein Unkraut wächst,
dann kommen die Samen von dem Unkraut halt in meinen Garten auch rüber und der kann nur so schön sein, da fängt das Unkraut einfach zum Wachsen an. Gut, jetzt gehen wir mal da weg auf die erste Folie. Was ich noch sagen möchte, was einfach so wichtig ist und weil ich ohne dem nicht in der, also ein Problem habe mit der Zusammenarbeit, aber ich glaube andere ja, meine Werte in der Zusammenarbeit. Das sind 5 Sachen. Wenn man Team ist, dann sollte man Teamwork machen. Warum? Nur mit Teamwork wird das Team stärker als die Gesamt, also die Summe der Einzelmitglieder. Wenn man kein Team macht, dann kann man sich Teamwork ersparen. Dann wird das Team eigentlich schwächer als der stärkste Mitglied, also der stärkste Mitglied drinnen ist. Deswegen ist Teamwork eigentlich, sollte selbstverständlich sein, Selbstverständlichkeit sein, den anderen helfen. Offenheit, ganz ein wichtiges Thema, die eine Art von Offenheit, offen für die Meinung von anderen und für neue Dinge, habe ich schon angesprochen. Die zweite ist, Missständnisse sofort ansprechen. Es ist extrem wichtig, dass wenn irgendwas schief läuft, dass man das frühzeitig erkennt, damit man es adressieren kann. Respekt habe ich, glaube ich, schon genug erzählt. Vertrauen ineinander. Wir wollen ja alle das Gleiche. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass nicht immer Vertrauen da ist. Es schwingt immer so viel Misstrauen mit, es wird immer wieder die Frage, warum gestellt, die gar nicht mehr hören kann, weil die ja nur in einen Konflikt einführt. Ich sage mal, wenn die Tina eine Entscheidung trifft zu was und dann kommt jemand und sagt, warum? Warum? Das ist, erstens ist es respektlos und zweitens, es führt dazu nichts außer einer Rechtfertigungsthematik und das Rechtfertigen, da geht nur Energie verloren. Also wir sollten ein bisschen Vertrauen haben in das, dass die Leute das Beste wollen für Badminton, was eh so ist. Und die Zuverlässigkeit ist ja die Basis für mich für die Zusammenarbeit. Zuverlässigkeit ist auf der einen Seite Pünktlichkeit, auf der anderen Seite Zusagen einzuhalten. Und was denen gegeben ist, habe ich persönlich ein ganz ein großes Problem, weil dann mein Wertegefüge aus den Fugen gerät. Und eine kleine Geschichte aus dem Vorfeld. Wenn Person A ein Team bittet, bis zum Tag X Bescheid zu geben zu einem Thema und dann nur zweimal nachfasst und sagt, wie schaut es aus? Und dann am Tag X oder einen Tag nach Tag X meldet sich 50% des Teams nicht, sagt nicht einmal Mu noch mehr, hat sich nicht einmal gemeldet, dann frage ich euch, was ist das? Das sind von meinen Werten so 4 aus 5 im Negativen, also 4 getroffen. 4 sind umgefallen. Das Einzige, was vielleicht noch stehen geblieben ist, ist die Offenheit. Das Einzige, was da nicht verletzt worden ist. Und das ist jetzt für mich persönlich eine Katastrophe. Und das ist ja das, was mir persönlich die Energie zirkt. Weil ich erkenne, die Leute wollen nicht. Und jetzt ziehe ich meine Energie natürlich schon aus einem Umfeld, und ihr glaube ich auch, von Leuten, die wollen. Es gibt ja die berühmten Spiegelneuronen. Das sind dafür zuständig, dass wir Ähnliches machen, was das Gegenüber macht. Wenn einer negativ drauf ist und du bist mit dem beieinander, dann bist du automatisch auch negativ drauf. Wenn jemand positiv drauf ist, dann bist du auch positiv drauf. Und wirklich gut funktionierst und lauter Leute hast, die was bewegen wollen. Gut, soviel zu meiner Einleitung, meine Werte. Ist jetzt da ein bisschen länger geworden, als was ich eigentlich vorgehabt habe. Und mein Background. Mir war einfach wichtig, dass ihr ein bisschen wisst, wie ich tick. Ein bisschen wisst, warum ich Sachen mache, die ich mache, auch jetzt in der Vergangenheit. Da hat es ja doch das eine oder andere kritische Mail von mir gegeben. Zumindest das eins hat nichts mehr mit Feedback zu tun gehabt, das war nur mehr Kritik. Aber das sind die Hintergründe. Ja, ich hätte gerne eine kurze Vorstellungsrunde mit Timeboxing, wenn geht. Alle, die im Team drinnen sind. Einfach so schnell das, was euch einfällt. Ich sage mal 20 Sekunden für jede Frage. 7 Fragen, 140 Sekunden, also machen wir 2,5 Minuten dazu. Name einfach kurz, was einem einfällt. Was kann ich wirklich gut? Warum bin ich im Verband? Vielleicht fängt der Norbert nachher an, weil das meiste hat er schon gesagt. Wie überzeugt dieser von dem, was in der Verbands- und Vereinsentwicklung, das Konzept bzw. was er bis jetzt von mir gehört hat? Ein wichtiger Punkt für mich natürlich. Was kann er beitragen oder was kann ich beitragen als Person? Was an 2 Dinge funktioniert derzeit im Landesverband sehr, sehr gut?
Und was müsste passieren, dass ich meine Badminton-Funktionärsrolle nicht mehr wahrnehme? Beim Norbert ist, glaube ich, ein Spaß zu verlieren, schätze ich jetzt einmal, oder die Freude. Aber Norbert, kannst du anfangen? Ja, von gerne an. Also wie gesagt, ich habe sehr schön gesagt, ich habe dürfen im Verband relativ viel entwickeln. Wir haben eine Halle, haben wir eine Zeit lang keine gehabt, wir haben drei hauptamtliche Trainer. Ich glaube, da haben einiges in den letzten paar Jahren bewegt. Und ich glaube, das hat auch teilweise damit zu tun, dass wir im Team, und ich sage, es behauptet jetzt auch von mir, die entsprechende Ausdauer gehabt habe. Dass wenn der Spaß aufhört, nicht sofort aufhören, sondern vielleicht kommt es wieder besser und dann hat man wieder Spaß. Und man muss Marathonläufer sein, wenn man was bewegen will. Also man darf nicht gleich das Handtuch werfen und sagen, das hat eh keinen Wert und sonst kommt man nicht ans Ziel. Und ein Ding, was ich vielleicht gut kann, ist, dass ich diplomatisch bin. Ich habe die Eigenschaft, dass ich schon meine Meinung sage, wenn ich das Gefühl habe, das ist mir jetzt wichtig, da muss ich jetzt was dazu sagen, dann sage ich es auch ganz ehrlich, auch wenn sie vielleicht nicht so gern gehört ist. Aber sehr oft sage ich auch nichts, was eher das schlechtere Zeichen ist. Entweder ist mir wurscht, oder ich habe das Gefühl, ich würde das zur Eskalation beitragen, dann sage ich auch nichts. Also das sind die zwei Dinge, wo ich sage, das. Ob es gut ist oder schlecht, das möchte ich nicht beurteilen, aber das, so sind meine Eigenschaften. Das war es anders. Okay, danke. Wer zu irgendeiner Frage nichts sagen will, ist auch okay. Was mir gut gefällt, ist das, was du jetzt am Schluss gesagt hast, ob es gut ist oder nicht, das willst du gar nicht beurteilen. Ich glaube, das ist auch Kern der Sache. Wir werten viel zu viel. Wir beurteilen viel zu viel. Wir glauben, immer jede Aussage rechts oder links zu schubladisieren müssen. Ich glaube, es war wichtiger, mal die einfach im Raum stehen zu lassen und nicht gleich zu beurteilen. Also generell, alles, was ich sage, betrifft mich genauso wie andere, muss ich auch dazu sagen. Also, es ist gut, wer will als nächstes? Dann würde ich mich da kurz vordrängen. Sehr gerne. Ja, Martin Wallenberg, soweit bekannt. Ich bin in Bottenbrunn Sektionsleiter und im Niederösterreichischen Badmintonverband Schriftführer. Was kann ich gut, habe ich jetzt ein bisschen überlegt. Bin mir nicht 100% sicher, aber gut, bin ich in den technischen Dingen, ein bisschen im administrativen Bereich und alles, was IT-lastig ist. Das bringt uns dann zum übernächsten Punkt an. Warum ich im Verband tätig bin, bin mehr oder weniger ähnlich wie es vielleicht in Sie gegangen ist, ein bisschen reingestolpert, reingezogen worden mit einer unscheinbaren Funktion, Kontrolleersatz, mit quasi brauchst du eh nichts tun, brauchst nur hin und wieder dabei sein und der Vorgänger war es nämlich eh nie dabei und von daher habe ich gesagt, ich schaue mir das einmal an, um was da überhaupt geht. Und so ist es dann gewachsen bis hin zur Schriftführerfunktion. Und im Verein war es ähnlich. Der Vorgänger ist quasi in Ruhestand gegangen und hat einfach gesagt, na, mach du das weiter. Die Vereins- und Verbandsentwicklung, von der bin ich sehr überzeugt. Also ich würde das Kala, sage ich mal, um nicht 100 zu vergeben, vergebe ich 90%. Weil ich glaube, dass es ein guter und richtiger Ansatz ist, einmal aufzuarbeiten und an so Basisthemen wie eben Kommunikation, das Beschäftigen mit verschiedenen Themen, mit sich selbst, mit Organisation und nicht irgendwie verbissen, irgendwie versuchen, ein Einzelthema herauszugreifen und versuchen, da irgendwas weiterzuentwickeln. Also es gehört viel mehr dazu, als man im ersten Moment glauben würde. Was kann und will ich beitragen? Ja, ich bin eher so der technisch Versierte. Ich habe jetzt aufgrund zu vieler Aufgaben auch nicht unbedingt sehr viel Luft, unheimlich viel zu tun, aber möchte doch auch Teil dessen sein. Danke, Martin. Vielleicht ein kleiner Sidestep. Das Badminton Developer Network war jetzt nicht möglich gewesen ohne Martin. das technische Fundament kommt von ihm. Und ich würde eins noch ergänzen, wenn ich sage, was kann der Niederösterreichische Badmintonverband wirklich gut? Haben wir auch ein bisschen Gedanken gemacht dazu. Aber was die wirklich gut können oder was wir wirklich gut können, ist das Thema Technik, zeitgemäße Technik im Hintergrund.
Und der Martin ist genau derjenige, der uns im Vorstand immer dazu treibt, diese Technik auch zu verwenden. Weil, wie ich ja durchaus selbstkritisch im Eingangsstatement gemeint habe, vom Mittelalter bis zur Jetztzeit, das ist ein bisschen mühsam. Wenn du dem Mittelalter ein Auto hinstellst, dann hätten sie es zertrümmert. So ähnlich war es bei uns im NEPV, wie der Martin die Umstellung auf die Azure Cloud gemacht hat, das heißt Microsoft Office 365, was er jetzt eingeführt hat. Also es sind einmal die Affen rundum gestanden und haben das Ding angeschaut und gesagt, was ist denn das? Und keiner wollte das Ding verwenden. Also wir haben sie damit nicht erschossen, weil es ja nicht wirklich eine Waffe ist im eigentlichen Sinne. Aber also, wir haben es einfach links liegen lassen und der eine oder andere hat ein bisschen was zerstört daran. Und wenn der Martin nicht pausenlos, unermüdlich immer wieder darauf hinweisen würde, wie man das Ding wirklich benutzt, dann hätten wir es wahrscheinlich noch immer nicht so benutzt wie jetzt. Und dann gab es auch keine ÖBV, der mittlerweile Office 365 verwendet, Microsoft E-Mail-Adressen haben und so weiter. Gut, danke Martin. Danke, ja, zu dem Punkt wäre ich gekommen, zwar nicht so ausführlich. Was ich glaube, was wir gut machen, ist eben das eine oder andere im modernen technischen Umfeld. Ich meine aber auch da unsere Turnierabwicklung, glaube ich, kommt ganz gut an und funktioniert ganz gut. Wir versuchen da immer sehr, sehr informativ die technischen Möglichkeiten zu nutzen. Und das, glaube ich, kennen wir einfach ganz gut. Ja, was jetzt passieren müsste, dass ich meine Funktionärsrolle nicht wahrnehme, der Sigi weiß es. Ich habe die letzte Zeit immer wieder mal so eine Phase gehabt, wo ich gesagt habe, eigentlich will und kann ich nicht mehr. Ich bringe es dann auch nicht übers Herz, weil doch sehr viele Interessen damit in mir selbst gedeckt werden. Aber ich glaube, wenn du irgendwann einmal allein auf weiter Flur stehst und niemand mit dir mitkämpft, du das Boot irgendwie alleine ruderst oder wie auch immer man das vergleichen mag, dann glaube ich, würde der Punkt kommen, wo es dann einfach nicht mehr geht und man sagt, man wirft das Handtuch. Danke, Martin. Danke. Wer mag noch? Herbert? Geht's bei mir? Ja, ich sehe deine Hand. Perfekt. Mein Name ist Koch Herbert. Wie schon Jahrzehnte bekannt im Badminton geschehen. Ich bin seit jetzt 60 Jahren bei dem Sport dabei und seit etwa 50 Jahre Funktionär im Verband. Verband seit ungefähr 12, 13 war ich als Präsident in Oberösterreich. Entschuldige Herbert, ganz kurz, du hast nur 2-3 Minuten, gell? Also nicht alles aufzählen. Ja. Du hast nur 2,5 Minuten, also nicht alles aufzählen, sonst geht sich das nicht aus. Ich habe die Frage nur beantwortet, die du da gestellt hast. Passt dir, alles gut. Was ich gut kann, das müssen eigentlich immer die anderen beurteilen. Da bin ich selber nicht so gut in der Bewertung. Warum ich im Verband tätig bin, ja, das ist erstens einmal, bin ich einer, der gerne erfolgreich ist und das haben wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich geschafft, dass wir als Landesverband, der ja wie bekannt ist, der stärkste, mitgliedermäßig der stärkste und auch erfolgsmäßig einer der stärkeren ist. Das ist das, was mich da in den letzten Jahren immer motiviert hat. Wie überzeugt bin ich von dem bisher Gehörten? Dort ist, glaube ich, eine ganz wichtige Passage gewesen, was du da gesagt hast, erst Tropfen für Tropfen. Wir müssen uns bei der ganzen Entwicklung dieser ganzen Konzepte vor Augen führen, dass wir möglichst viele mitnehmen dabei und dementsprechend auch die Vorgehensweise in der Form wählen, dass wir auch viele mitnehmen bei der ganzen Geschichte. Unter dem Begriff Tropfen für Tropfen. Ein bisschen ein Problem habe ich mit dem Vergleich Beruf und Sport. Das hinkt ein bisschen, weil im Beruf hat man immer die Möglichkeit, für das Geleistete dementsprechend zu honorieren. Im Sport ist das mehr eigentlich nur die Motivation über andere Freuden, wenn man so will. Dass man jetzt nicht unbedingt dort die großen materiellen Verluste Gewinne hat, sondern eher
verlustig als Funktionär, zumindest ist das meine Erfahrung. Das heißt, das ist die Differenz zwischen Beruf und Sport schon sehr groß. Das muss man immer berücksichtigen im ganzen Tun und Lassen, was wir da vorhaben für die nächste Zeit. Und im Landesverband gelingt uns aktuell sehr gut, glaube ich, die Entwicklung des Nachwuchsbereiches. Wir haben dort aus einer Statistik abgeleitet, haben wir in den Bereichen U11 bis U15 einigermaßen gute Zuwächse. Das heißt, der Bereich funktioniert gut. Und ja, das ist so mein Statement in etwa. Passt gut, sehr gut in der Zeit. Danke, danke Herbert. Ich habe bei Feedback und ich betrachte das jetzt zwischen Beruf und Sport. Ich habe gelernt oder lernen dürfen, dass man Feedback auch im Raum stehen lässt, dass man Feedback nicht widersprechen sollte, weil das einfach so ist, wie es derjenige empfunden hat, sprich du. Ist okay. Kann ich gut nehmen. Wer macht noch? Ja, also ich, Michael Wagner, ich mache noch die Kamera schnell an. Ich bin von VRC Badminton und vom WBV. Und meine Funktion ist eigentlich im Verein Jugendreferent. Und im Verband bin ich da auch ein bisschen reingestolpert. Da war ich eigentlich nur beim Meeting dabei, beim WBV-Meeting. Und dann gab es so viele Rollen, die noch frei waren. Und dann habe ich eine geerbt. Nämlich die Nachwuchsbreitensport-Rolle, die anfangs eigentlich nicht wirklich, also die jetzt nicht wahnsinnig viel Arbeit ist, immer nur so viel Arbeit, wie man sich eben selber macht. Und ja, was kann ich gut? Da schließe ich mich dem Kollegen an. Es ist immer schwierig, selber sich zu bewerten. Aber ich denke, was ich kann, ist eben Feedback aufnehmen. Und das dann auch möglichst wertfrei halt zu interpretieren und das auch versuchen, irgendwie daraus zu lernen, egal von welcher Seite das kommt. Und ja, einfach um die ganze Sache voranzubringen, egal was es jetzt gerade ist. In dem Fall eben Badminton. Genau. Warum bin ich im Verband tätig? Ich würde gerne einfach meinen Teil dazu beitragen, dass wir da alle vorankommen. Weil ich einfach sehe, dass unsere Sportart, also Badminton, extrem vielen Leuten Freude macht, genauso wie mir und genauso wie einigen Spielerinnen in unserem Verein. Und deswegen freut es mich natürlich, wenn wir die ganze Sportart auch voranbringen können. Das ist einfach der Grund. Ich bin sehr überzeugt von der Vereins- und Verbandsentwicklung. Also ich finde es sehr gut, weil aus meiner eigenen Geschichte her weiß ich, dass es sehr schwierig ist, wenn man irgendwie von null startet. Also bei uns im Verein gab es beim Nachwuchs zum Beispiel gar nichts vorher. Und auch bei anderen Aspekten von einem Verein gab es eben keine Vorgeschichte. Und ich würde mich freuen, wenn ich oder wenn wir der anderen Vereinen, die vielleicht auch kleiner sind, da ein bisschen einen Input geben können, dass sie da etwas schneller auf den Zug aufspringen können. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall zu 100% überzeugt. Aber ich würde halt nur eine Sache sagen. Das steht vielleicht ein bisschen im Widerspruch, aber ich finde es trotzdem auch wichtig zu sagen, nämlich, dass das Allerwichtigste ist, dass wir quasi stetig etwas machen. Und dass man eben auch Leute, dass man das quasi irgendwie dann auch akzeptiert, wenn Leute vielleicht manchmal weniger machen können. Aber viel wichtiger ist, dass eben das prinzipielle Vertrauen da ist. Ja, der kann da und da vielleicht jetzt mal nichts beitragen, aber Hauptsache es geht insgesamt voran. Mal mehr, mal weniger, das wäre mir irgendwie wichtig. Genau, was kann ich beitragen? Ja, also ich denke, vielleicht kann ich etwas eben dazu beitragen, weil ich sowohl im Verein in verschiedensten Aspekten dabei war. Also ich bin jetzt auch beim Good Practice Talk eingeladen, freue mich schon sehr drauf, unsere Vereins-App vorzustellen. Einfach schauen, was können wir gut als Verband, als Verein
und schauen, wo kann andere was lernen. Gibt sicher ein paar Sachen. Ja, was macht mein Landesverband im Moment gut? Deine Zeit ist schon fast um oder eigentlich um? Schwer zu sagen, weiß ich nicht. Aber du musst das werden wir sicher noch kommen. Auf die Frage. Ja, ja. Was müsste passieren? Ah, schwer zu sagen. Ja, das wird schon hinhauen. Also ich freue mich. Danke, Michi. Danke. Ich freue mich auch, dass du dabei bist. Gut, Michi Steiner, du wolltest auch im Namen vom Burgenland, schätze ich mal. Michi Steiner, 52 Jahre, habe mir vor 2,5 Jahren einen Anfall von Enthusiasmus im burgenländischen Badmintonverband versucht, mich mal wieder von den Leichen zu erwecken. Ja, leider ist es noch immer eine Leiche, weil ein oder zwei Personen fast nichts bewegen kann, vor allem wenn die eine Person, ich persönlich, zu viel zu tun hat. Aber deswegen bin ich nicht da. Ich bin da, weil ich in dem Projekt die Chance sehe, wie ich es schaffen kann, gemeinsam mit anderen, das Ding zum Leben zu erwecken. Ganz einfach. Weil durch Kommunikation sieht man die Wege der anderen und kann dann an sich selber arbeiten, um das umzusetzen. Was kann ich gut? Ja, Turniere organisieren. Was kann ich nicht gut? Ich glaube, Leute motivieren in meinem näheren Umfeld, da bin ich leider ratlos. Warum bin ich im Verband tätig? Ja, ich liebe Badminton. Und ich bin überzeugt, dass das Projekt von Siege, der Vereins- und Verbandskommunikation, ein gutes Mittel ist, dass wir gemeinsam nach vorne kommen. Was will ich dazu beitragen? Ja, meine Erfahrungen der letzten Jahre. Und mitnehmen kann ich, glaube ich, eine neue Denkweise und eine neue Herangehensweise. Das erwarte ich mir. Ja, und mein Landesverband macht das gar nichts gut, weil ich hat sich von 3 auf 2 weiter reduziert. Allerdings macht der Niederösterreichische Landesverband einiges sehr gut. Dem würde ich kurz widersprechen, Michi. Ich glaube, was bei euch gut funktioniert, ist der Schulsport. Ja, aber das hat, ich habe mit dem Herrn Kontakt. Allerdings würde ich sagen, ich muss als Landesverband ihn jetzt mal unterstützen, damit ich behaupten kann, ich als Landesverband mache jetzt gut. Diese Schule und diese Person macht etwas gut. Ja, also passt ja auch gut. Und was man überlegen kann, ist, ob man nicht die Schulkinder irgendwie nach Niederösterreich oder nach Wien zu den Turnieren irgendwie dazu bringt. Da haben der Michi und ich, glaube ich, einige Ideen, aber das müssen wir jetzt jenseits in einer Arbeitsgruppe im Osten besprechen. Das ist das, was ich mir gemeint habe, was erwarte ich mir und warum bin ich jetzt hier dabei, weil ich schon glaube, dass die Wege und Mittel finde mit euch oder in sehe, wie wir dann, oder wie ich dann halt hier Mitstreiter in Burgenland akquirieren kann, damit wir hier auch endlich schaffen, einen aktiven Landesverband die Plattform zu bringen. Gut, danke, ja. Michi. Letzte Frage. Oh, Entschuldige, Anne führt noch. Die letzte Frage. Was müsste passieren? Ja, dass ich auf eine Lebensgefährtin irgendwo in Ausland finde und ich sage tschüss. Okay, sehr private Antwort. Danke. Keine Ahnung, wie dein Status gerade ist, aber wir reden vielleicht einmal drüber. Danke, Michi. Ich würde auf jeden Fall gern noch die Sandra hören. Hallo. Servus. Hallo. Magst mein Name ist Sandra. Was? Magst bitte? Du dich vorstellen? Magst ja, du dich auch vorstellen? Bitte. Ja. Ja. Ja, mein Name ist Sandra Zaller. Ich bin beim Badminton Club Union Walserfeld, seit ich 6 Jahre bin. Bin jetzt auch schon längere Jahre im Salzburger Badmintonverband tätig. Bin jetzt Vizepräsidentin, werde nächstes Jahr die Präsidentschaft übernehmen. Und ja, bin Landesschulsportreferentin in Salzburg. Und ja, bin halt Lehrerin und habe ganz viel auch mit Schülern zu tun. Und ja, versuche das so gut wie möglich in Salzburg eben zu verknüpfen. Ja, was kann ich gut organisieren und eben versuchen, Leute zusammenzubringen, irgendwie eben in dem Sinn mit dem Vernetzen. Warum bin ich im Verband tätig? Ich kann mir das eigentlich jetzt schon gar nicht mehr ohne vorstellen und ich bin einfach mit Badminton aufgewachsen und
ja, das gehört zu meinem Leben. Derweilen finde ich es ganz interessant, diesen Lenkungsausschuss. Ich bin eher jetzt auf das Endprodukt gespannt oder auf das, was ist in einem Jahr rausgekommen. Wenn wir jetzt in einem Jahr wieder da sitzen, das finde ich eigentlich jetzt spannend, was hat sich verändert in die verschiedenen Länder. Ja. Also eher die Neugier ist noch da, was wir damit jetzt erreichen. Was kann ich dazu beitragen? Ja, dass ich meinen Input gebe von dem, was ich erfahren habe, was ich bei uns im Land erlebe, was leider Gottes gerade eher negativ ist, was die Vereine betrifft. Wir versuchen, also was macht mein Landesverband gut? Also wir versuchen, Badmintonsport aufrechtzuerhalten, weil uns eigentlich die Vereine wegbrechen. Aber wir versuchen das auch sehr über die Grenzen, weil wir doch sehr nahe an Deutschland sind, dass wir das irgendwie mit einbringen auch. Und ja, das ist halt so vielleicht ein bisschen unsere Stärke und ich hoffe, dass das wieder besser wird mit den Vereinen auf Bundesländerebene. Und was würde passieren, wenn ich nicht mehr im Badminton tätig wäre? Ich glaube, das hat jetzt auch schon gerade wer gesagt. Also ich glaube, das wäre wirklich, wenn ich auswandern würde. Oder wenn ich mich verletze oder halt einfach physisch nicht mehr möglich, das nicht mehr möglich wäre. Aber sonst kann ich mir da nichts vorstellen. Ja. Das Badminton ist dein Leben derzeit oder ein Teil, großer ein Teil. Ein ganz, ganz wichtiger Ausgleich, ja. Hm? Ja. Dankeschön. Ich habe dann nur zu dem Thema eben noch diese Folie da gemacht. Ich habe mir einiges an Gedanken gemacht, so was sind eigentlich Energiespender, wenn ich schon davon spreche. Mehr Energie rein als raus. Was sind Energiespender und was sind Energiefresser? Ihr könnt die, glaube ich, selber lesen. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, vielleicht ein paar Punkte rausgreifen. Es geht halt für mich bei der Energiequelle, was reinkommt, ist halt, wann was lebendig ist. Das heißt, immer wenn man aktiv dabei ist. Das ist für mich aber bei einer Besprechung. Ich kann bei einer Besprechung teilnehmen, ganz passiv und mich berieseln lassen. Ich kann aber bei einer Besprechung teilnehmen, aktiv und immer im Hinterkopf haben, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit meinem Verein, mit meinem Landesverband zu tun? Was kann ich da mitnehmen? Und das ist für mich der Zugang zu den ganzen Dingen, dass ich sage, immer aktiv inspirieren und inspirieren lassen, motivieren und motivieren lassen. Das geht immer in beide Richtungen. Und es ist jetzt schon so, dieses Sprichwort, wie man in den Wald reinruft, so kommt es zurück. Das hat man immer wieder im Leben. Wenn man schlecht drauf ist, sind alle rundum schlecht drauf. Wenn man gut drauf ist, sind plötzlich alle anderen gut drauf. Und ich glaube, das ist genau das, was der Norbert Schub sehr, sehr perfekt eigentlich formuliert hat. Wenn wir es schaffen, dass die ganzen Ehrenamtlichen einfach, ich sage mal ganz primitiv, den Schalter umlenken und gut drauf sind, dann werden wir kein ehrenamtliches Problem mehr haben. Also kein Problem mehr mit Ehrenamtlichen, diese zu motivieren. Und es geht ja so weit, dass man sagt, Respekt und Feedback, was ich gesagt habe, wenn man Feedback wirklich offen macht und sich einlassen lässt darauf, dann kann jede kritische Situation, jede beschissene Situation ein extrem positives und energiegeladenes Ende nehmen. Wir müssen dort beide Seiten mitspielen. Das heißt für mich bei der anderen Seite Menschen Freude machen natürlich auch, das ist ideal für unseren Sport. Also eigentlich ist unser Sport prädestiniert dafür, dass das eine Energiequelle ist, was man da rauszieht. Man muss halt ins Ehrenamt langsam reinkommen, wie es einige von euch schon gesagt haben, in der Kontrolle mal anfangen, bei uns in der Privatwirtschaft, ich werde noch ein paar Vergleiche strapazieren, ist es jetzt so, dass ein Programmierer oder Kundenconsultant, der fängt nicht gleich als Consultant an, der fängt einmal als Beiwagerl an, der fängt einmal als Junior an, der läuft einmal mit. Und ich glaube, genauso ist es auch jetzt einmal bei den Funktionären. Klein anfangen, langsam steigern und einfach mitkriegen, dass man Gutes tut und hoffentlich auch gut darüber spricht. Die andere Seite, die Energiefresser, sind wieder alle die Sachen, die, ich habe schon angesprochen, wo man sich in einer Opferrolle fühlt. Wo man sagt, ich kann jetzt nichts aktiv machen, ich kann nur sudern, ich kann über Probleme reden in der Vergangenheit. Der Nachbarverein, der hat mir schon wieder einen Spieler weggenommen. Für mich persönlich, Zwangformalität ist so ein Ding, ich sage, wenn ich mich nicht rühren kann, wenn ich keine Gestaltungsfreiheit habe. Ganz schlimm über andere reden. Das ist eine Zeit lang
ist mir das extrem aufgefallen vor einigen Jahren. In letzter Zeit wird es gefühlt besser, aber das liegt, glaube ich, eher an mich. Bei den über anderen reden muss man sich immer eins vor Augen halten. Das, was ich über andere sage, sagt mehr über mich selbst aus, als wir über die anderen. Weil man extrem viel reinreflektiert in die anderen. Und das Reden über anderen, das bringt überhaupt keinen. Das macht eigentlich nur negative Stimmung, weil jeder weil er meistens den anderen bezichtigt. Sich verstellen müssen, ist auch so ein Bumerang-Ideen. Bumerang-Ideen ist auch nett. Wird es wahrscheinlich nichts damit anfangen können, aber wenn jetzt irgendwer im Verein oder im Verband bringt was einer Idee und dann kommt gleich mal zurück, entweder wie es nicht geht oder ja, kannst du es ja gern machen. Das sind diese Bumerang-Ideen, wo man auch ziemlich viel Kreativität abdreht und ja, ich meine, den einen oder anderen erwischt man vielleicht, der dann wirklich auf die Idee anspringt, aber von 100 glaube ich an und die 99 anderen sind ein bisschen demotiviert, weil sie sich einfach nicht verstanden fühlt. Immer recht haben wollen ist vielleicht mein letzter Punkt, weil ich es die Wochen einmal erlebt habe. In einem Mailverkehr, den dann irgendwie versucht, diplomatisch zu beenden, mit dem Satz, jeder glaubt recht zu haben und ärgert sich darüber, dass der andere nicht verstehen will, dass er recht hat. Es sind halt teilweise Sachen, die vor allem bei Mails auftauchen, wo einfach beide Seiten verhärtete Positionen haben und einfach nicht verstehen wollen, dass die andere Person nicht von der Meinung abgeht. Das ist ja der Energieverlust, wenn man dann weiter was reinsteckt. Das kann man dann versuchen, telefonisch zu klären. Es kann auch da Energieverlust sein und irgendwann kommt man auf den Punkt auf Englisch, we agree to disagree. Man muss nicht immer einer Meinung sein, man muss einfach nur die Meinung des anderen akzeptieren und das so stehen lassen und nicht immer bewerten und nicht immer glauben, dass die Welt zusammenbricht, wenn der andere nicht der Meinung ist oder halt was anderes tut. Und dann habe ich dann noch eine Folie, die trifft ein bisschen was oder einiges von dem, was ihr gesprochen habt, auch bei der Feedback-Runde, nämlich ein extrem gutes Zitat, das auch fürs Ehrenamt zu 100% passt. Man muss nicht wie Sisyphus den Berg rauflaufen, den Stein rauftragen, dass er dann auf der anderen Seite schnell wieder runterrollt. Es ist vergleichbar mit der Natur, gerade jetzt. Es fängt ganz langsam an, man sieht einmal ein kleines Sprissel und dann geht es dahin. Das geht nicht schnell. Da ist eins dahinter und das ist Kontinuität. Und ich glaube, das ist wichtig in der ehrenamtlichen Arbeit. Kontinuität aufbauen, sehen, dass man Ergebnisse hat, auch wenn es kleine sind. Ein Tropfen nach dem anderen. Das ist viel, viel wichtiger, als wir, dass man jetzt plötzlich alles niederreißt und dann ein halbes Jahr lang nichts tut. Das Wichtige ist, in kleinen Schritten die Kontinuität. Das allerdings in einem funktionierenden Ökosystem, sonst würde unsere Natur auch nicht funktionieren natürlich. Wenn es keinen fruchtbaren Boden gibt, sondern nur Steiner, wenn es keine Sonne gibt, dann hilft Kontinuität auch nichts. Und dieses funktionierende Ökosystem ist ja das, was wir mit der Vereins- und Verbandsentwicklung reinbringen sollten. Den steinigen Boden wieder fruchtbar machen und irgendwie als eine Art Sonne zu fungieren, damit die Pflänzchen, sprich die Vereine und die Spieler, gut wachsen können. Das ist so eine der Ideen auch, jetzt mit einem anderen Bild gesprochen. Ja, das Konzept der Vereins- und Verbandsentwicklung, Ziel vom Lenkungsausschuss, wollen wir lieber es einfach, gemeinsam in die gleiche Richtung zu rudern. Ich könnte da noch sehr, sehr viele Sachen draufschreiben. Das ist alles, Papier ist geduldig und es ist nicht wichtig, was vorn draufsteht, es ist wichtig, was hinten rauskommt, es ist wichtig, dass wir gut zusammenarbeiten, dass wir diese Supermarktregale gemeinsam füllen und dass wir gemeinsam unseren Vereinen das Angebot nehmen, da was rauszunehmen, aber auch für die anderen Landesverbände. Es ist durchaus gedacht, dass ein Landesverband, was in das Regal reinstellt, dass ein anderer Landesverband natürlich wieder mitnehmen kann. Das ist natürlich auch im Sinn der Sache. Es ist auch die Idee, was der Michi angesprochen hat, die Good Practice Talks gingen ja genau in dieselbe Richtung. Da haben wir am 28. April an zum Thema Digitalisierung, Vereinsapplikationen, Vereins-Apps, Vereins-Software. Wir haben erst dann von letzter Woche, also die Woche eigentlich gehabt, dann zum Air-Badminton. Der wird dann spätestens Sonntag online gestellt. Den nehmen wir halt einfach auf. Da berichten Vereine über ihre Erfahrung.
Die Personen kann man dann auch fragen, natürlich, wenn es irgendwas gibt über Forderungen, oder ist die Idee, dass die entsprechend beraten. Das wird gemacht, wird aufgenommen und kann sich dann jeder anschauen. Das heißt, Ziel vom Lenkungsausschuss, wie gesagt, es gibt Ziele, weil es einfach bei jedem Konzept Ziele geben muss. Aber viel, viel wichtiger sind die Personen im Lenkungsausschuss. Mit den Personen steht und fällt das ganze Konzept. Weil entscheidend ist für mich nicht, deswegen habe ich da drauf, das ist kein normales Verbandsmitglied. Für mich geht es da nicht darum, jetzt irgendwas formalistisch zu machen. Es wird da auch kein Protokoll dafür geben, was da besprochen worden ist. Es wird ein Protokoll geben über To-Dos, es wird ein Backlog über Ideen geben, die wir haben. Das sind genau die Sachen, die dann in der Vorstufe zum Supermarktregal sind. Aber es wird jetzt kein Protokoll geben, was da irgendwo detailliert besprochen worden ist. Das ist nicht das Ziel. Es ist das Ziel, einfach Ideen zu entwickeln, Konzepte, auch Kooperationen, Förderungen, vielleicht eine Förderungsdatenbank. Da wird der Christoph noch einmal was dazu sagen, kurz. Und die kann man nachher nehmen oder nicht. Und ob das nimmt und ob das gelingt, ist eigentlich jedem Landesverbandsverantwortlichen überlassen, beziehungsweise liegt es am Landesverbandsverantwortlichen, ob er das aufgreift. Also der ÖBV wird natürlich das unterstützen mit Infrastruktur, mit alles, was global ist. Allerdings wird der ÖBV mit Ausnahme von den Online-Terminen mit den Vereinen, dass man da mal ein bisschen Feedback kriegt, natürlich sehr, sehr wenig jetzt im Land bewegen können, was einfach nicht geht. 116 Vereine, einmal ÖBV, 9 Landesverbände, da geht es natürlich schon leichter, da einen gewissen Schneeballeffekt zu haben. Das zweite wichtige Punkt, wichtiger als die formalen Ziele, ist, dass wir ganz weich gesprochen als Team den Badminton-Sport wieder lebendig machen. Ich habe da lebendig gesagt, zuerst habe ich aktiv gesagt, dass wir wieder Aktivisten, halt mehr Aktivisten haben. Wichtiger Punkt. Und das dritte, alle Themen, die uns weiterbringen, sind erlaubt. Also wir können das Supermarktregal, wir können da einen kleinen Walmart draus machen, wo wir Traktoren reingeben, wenn wir der Meinung sind, dass das Sinn macht. Und wenn jemand den Traktor da reinstellt, damit ein anderer fahren kann, ist das auch kein Problem. Also es sollte keine Grenzen geben. Alles, was uns weiterbringt, ist erlaubt. Wir müssen dann irgendwann einmal anfangen zu priorisieren. Das ist klar. Da sind wir derzeit noch nicht bei dem Punkt. Der Punkt, warum es kein normales Verbandsmeeting ist, in einem Zeitalter, wo Startup-Unternehmen großen Konzernen nicht nur das Leben schwer macht, sondern wo die das große Konzerne verdrängen. Und da muss man sich die Frage stellen, warum. Und da gibt es ein paar Sachen natürlich, dass die Jungen hungrig sind. Die verdienen teilweise wirklich kein Geld. Also da kann man jetzt nicht unbedingt der Privatwirtschaft mit, oder da kann man ganz kurz vergleichen, Privatwirtschaft mit dem Verband. Da geht es nicht ums Geld, da geht es einfach um was zu bewegen, um Idealismus, hungrig zu sein, ein Team zu haben. Und damit machen es Kleinstunternehmen, großen Konzernen extrem schwer, weil es wie bei den alten Griechen kleine wendige Boote haben und die großen Tanker sind natürlich ganz brutal. Und ich sage mal, der Verband ist ein Öltanker ungefähr. Also es ist jeder Verband der Öltanker, muss man auch sagen derzeit. Ich habe extrem intensiven Kontakt mit dem Oberösterreichischen Fußballverband gehabt. Dieses Gleichnis kommt von denen. Der Verband ist ein Öltanker, dass man da was bewegt, geht ganz, ganz langsam. Und ich will aber mit dem Lenkungsausschuss Vereins- und Verbandsentwicklung genau das Gegenteil erreichen. Ich will ein wendiges Boot haben. Ich will keinen Öltanker haben, wo es um formelles Arbeiten geht. Ich möchte was haben, wo es nicht um Hierarchien geht, sondern wo es um Agilität geht. Verteiltes Arbeiten, Selbstständigkeit, Gestaltungsfreiheit, nicht zögern, sondern Dynamik. Auch mal Fehler machen, vollkommen egal. Nicht rechtfertigen, sondern einander helfen. Nichts perfekt machen, sondern es gibt so bei den agilen Methoden, gibt es so den GEMO-Begriff, good enough to move on. Good enough ist besser als perfekt. Nicht Worte auf Waagschale legen und zu diskutieren, ob man jetzt den Namen falsch geschrieben hat auf der Homepage oder sonst was, sondern einfach Taten folgen lassen. Und wenn man Fehler macht, dann macht man Fehler. Ich glaube, wir brauchen eine Dynamik. Das ist das, was derzeit in den meisten Teilen von Österreich fehlt. Diese Dynamik. Und das will ich eigentlich auch mit dem Meeting erreichen und mit der ganzen Vereins- und Verbandsentwicklung. Und das ist auch das Geheimnis von diesen Startup-Unternehmen. Das ist das Geheimnis vom Silicon Valley. Das zweite Geheimnis, neben der IT natürlich, ist die Agilität, Agility. Das ist genau das, was zeitgemäß ist.
Gut, Ziele Vereins- und Verbandsentwicklung. Kennt jeder von euch das Konzept? Ich glaube, da braucht man jetzt nicht viel Zeit verlieren. Das mehr oder weniger oberste Ziel ist, die plus 20% zu erreichen bis 2025. Das wäre natürlich ein Traum. Allerdings muss ich auch sagen, nicht um jeden Preis natürlich. Also bevor man da jetzt anfängt, irgendwelche Zahlen zu faken oder sowas, dann sagt man einfach, okay, dann sind es halt nur plus 10%. Meine Philosophie ist immer, Energie folgt Aufmerksamkeit. Auf das, was ich schaue, das wird groß. Das, was ich, um das, was mich kümmert, das wächst, um mit Gärtner zu sprechen. Und deswegen ist mir wichtig, dass da einfach einmal gemeinsames Ziel steht. Und dann gibt es noch so Themen wie Stabilisierung der Verbandsstrukturen, stärkere Zusammenarbeit, ÖBV, Landesverband, Vereine und so weiter. Ich glaube, ich brauche da jetzt nicht drauf eingehen. Ein bisschen spannender, das Thema Entwicklungsstadien von Vereinen, Charakteristika. Kommt jetzt nicht von mir, ist eigentlich entwickelt worden vom Oberösterreichischen Badmintonverband, Fußballverband. Die kategorisieren drei Stufen von Vereinen, nämlich die Entwicklungsstufe 1, Vereine im Tunnelblick. Wir haben da eine kleine Grafik. Im Tunnelblick sieht man nicht einmal das Problem, wie man bei der Grafik sieht, weil es ganz rechts nach oben geht. Das heißt, Probleme werden nicht erkannt, Potenzial liegt brach, man ist verschlossen für Entwicklungsmöglichkeiten, aber man glaubt, dass man alles richtig macht. Ich gebe vielleicht ein Beispiel, Vereine, wo die keine neuen Mitglieder haben, die halt einfach sagen, ja, das ist halt heutzutage so, die ganzen Kinder sitzen halt vor der Spielekonsole, kann man nichts machen dagegen, das ist einfach so, wir machen ja alles richtig. Vereine, die Mitglieder verlieren, die sind nicht die Frage gestellt, warum verliere, sondern die einfach sagen, ja, hat er den Spaß verloren. Das sind alles so also Vereine zwischen Tiefschlaf und Tunnelblick, wie ich sage. Ich befürchte, dass jeder von euch zumindest auch ein Kind, der da drinnen ist. Die Stufe 2, die Vereine im Lösungsraum, schaut es ein bisschen anders aus. Da werden die Probleme schon gesehen, wie man das sehen. Der innergrüne Kreis, da sieht man das Problem. Sie werden auch versucht zu lösen. Allerdings, das Potenzial wird noch nicht optimal genutzt. Sie sind allerdings sehr, sehr offen für Veränderungen. Und wenn ich das jetzt mit dem anderen Beispiel hinterlege, es kommen keine Nein. Okay, die erkennen das Problem, dass man werben muss. Die erkennen das Problem, dass man heutzutage halt dass die nicht vom Himmel fallen, sondern dass man vielleicht in die Schulen gehen muss, dass man in die Schulen vorspielen muss, dass man sich auf die Art und Weise neue Kinder in den Verein holt. Sie erkennen auch, dass Mitglieder gehen, weil sie sich nicht wohlfühlen, weil sie einfach nicht zur Gruppe passen, weil sie nicht integriert worden sind und sprechen vielleicht das Thema an, machen ein bisschen Socializing etc. Das heißt, das ist so ungefähr die Stufe 2. Und die Stufe 3 im Möglichkeitsraum. Das sind natürlich die, die ein Potenzial entfalten, die eine langfristige Strategie leben, die immer auf der Suche nach Entwicklungsmöglichkeiten sind, die nicht nur bis zum Tellerrand schauen, sondern auch über den Tellerrand hinaus eigentlich, die Ziele haben, die eine Vision haben, die intern SWOT-Analysen, Stärke-Schwächen-Analysen gemacht haben und so weiter. Keine Ahnung, ob ihr einen Verein in Österreich dort seht. Ich habe einmal im deutschen Racketmind einen Vortrag gehört vom TV Refrat, wie die an die Sache herangegangen sind vor ungefähr 15, 20 Jahren. Die waren damals so ein Verein. Also da hat es ganz klar Ziele gegeben, da hat es ganz klar Strategie gegeben, Maßnahmen und so weiter im Wachstum. Welche Vereine, das sich jetzt dazu zählen in Österreich, mag ich nicht beurteilen eigentlich auch. Ich würde jetzt mich mit St. Pölten nicht dazu zählen. Wir sind ganz klar in der Stufe 2. Stufe 3 ist für mich noch weit drüber. Und das Ziel von der Vereins- und Verbandsentwicklung ist ja, dass wir den Vereinen helfen, ich habe es irgendwo formuliert, helfen, sich selbst zu helfen. Das heißt, so helfen, dass sie halt eine Stufe weiterkommen. Dass sie vom Tiefschlaf vielleicht ein bisschen mehr in den Tunnelblick rauskommen, vom Tunnelblick in den Lösungsraum und nach Möglichkeit vom Lösungsraum in den Möglichkeitsraum. Und das ist natürlich eine Sache, die kann man jetzt anfangen, aber die ist nicht in einem Jahr zu Ende, die ist nicht in zwei, nicht in drei Jahren zu Ende, sondern das ist wirklich was Langfristiges, so wie die ganze Vereins- und Verbandsentwicklung jetzt natürlich keine kurzfristige Geschichte ist, sondern wirklich der Startimpuls geben soll für eine neue Zukunft. Wie wollen wir das erreichen? Das sind drei Sachen: fördern, fordern, Feedback. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Fördern die Vereine,
steht im Konzept eh einiges drinnen. Wir müssen dann im Vorfeld noch erheben, was die Vereine wirklich wollen. Deswegen die Fragebögen an die Vereine. Mit den Vereinen noch reden, was die wirklichen Probleme sind, weil das Papier ist geduldig, das sollte man hinterfragen. Und aufgrund von dem können wir dann handeln oder Maßnahmen entwickeln. Wir müssen im Lenkungsausschuss jetzt von der Vereins- und Verbandsentwicklung uns einmal klar werden, was wir wollen eigentlich, was wir fördern wollen, wo jetzt unsere Schwächen sind. Wir brauchen eine Spot-Analyse in die Landesverbände, bevor wir jetzt zu den Vereinen gehen können. Und was auch parallel dazu läuft, eine Vision und eine Mission für den ÖBV zu erarbeiten zumindest, dass da ganz klar auch adressiert ist, welche Vision, Mission hat der ÖBV. Das wird auf jeden Fall 2022 abgeschlossen sein und dann kann man 2023 darauf aufbauen. Deswegen auch das Coaching-Programm, wenn ihr euch erinnert, erst ab 2023. 2022 werden wir hauptsächlich dazu mal verwenden, mit den Vereinen die Interviews zu machen, zu schauen, was wir alles reintragen und natürlich die ersten Themen reinzutragen und vielleicht Quick Wins abzuarbeiten. Da spricht ja gar nichts dagegen, wenn man irgendwas Schnelles hat, das man umsetzen kann. Aber das sind halt teilweise auch regionale Sachen, so wie ich schon angesprochen habe, Burgenland, Wien, Niederösterreich, die man bei die Kinderturnier, beim Nachwuchsturnier ein bisschen die Lanz draus zu machen. Ähnliches Konzept oder zwei unterschiedliche Konzepte, aber irgendwie dort ein bisschen mehr forcieren, das wird der Region sicherlich gut tun. Und Ähnliches kann man in anderen Regionen machen. Fordern geht in die Richtung, Dialog fordern. Fordern die verantwortlich, also für mich hat jeder Funktionär, der den Job übernommen hat, vielleicht mit Ausnahme von der Kontrolle, auch eine Verantwortung gegenüber dem Sport. Den ist er damit eingegangen. Und nicht alle anderen zu ignorieren und nichts zu tun. Oder, was ich sage, Attentismus, einfach zu warten, bis ihr das Problem von selbst löst. Das ist für mich keine Definition von Verantwortung gegenüber dem Badminton-Sport und ich glaube für euch auch nicht. Ich glaube, das sollten wir auch appellieren, dass die ihre Verantwortung wieder wahrnehmen. Und Feedback ist ganz ein eigener Punkt, deswegen mag ich da drauf wieder ein bisschen näher eingehen, weil ich das auch erst lernen habe müssen, eigentlich, was Feedback ist. Es gibt da die 3W-Formel. Aber das Wichtige zu Beginn einmal, Feedback ist nicht, das ist ja alles Schmarrn. Das funktioniert sowieso nicht. Das kann ja gar nichts werden. Das hat noch nie funktioniert. Feedback ist nie pauschal. Feedback kann immer nur sein subjektiv von der Person, die Feedback gibt. Ich kann nicht für andere sprechen. Das maße ich mir nicht an und das maße ich, glaube ich, auch kein anderer an. Trotzdem passiert es immer wieder. Ich sage gar nicht, dass es gewollt passiert, aber es passiert. Das heißt, Feedback ist immer subjektiv, sollte deswegen auch immer als Ich-Botschaften formuliert sein. Das ist ganz was anderes, wenn ich sage, das ist Schwachsinn, gegenüber dem man sagt, ich habe das als Schwachsinn empfunden. Schwachsinn ist noch immer nicht das richtige Wort, aber es geht schon ein bisschen besser natürlich. Es sollte respektvoll sein, das heißt, die andere Person sollte gesehen werden, was wir gesagt haben, und da ist halt Schwachsinn nicht das richtige Wort. Wenn man sagt, ich kann damit nichts anfangen, ist das natürlich ganz was anderes. Und dann gibt es die Formulierung mit der 3W-Formel. Wie habe ich das Ganze wahrgenommen? Was hat es bei mir bewirkt? Und was hätte ich mir gewünscht? Und wenn man so auf die Art und Weise ehrliches Feedback gibt, was nicht in jedem Rahmen möglich ist, muss ich auch dazu sagen, aber wenn man das so macht und eine Gesprächsbasis hat, sprich respektvoll ist, dann wird das Feedback hoffentlich auch ankommen. Weil damit es wirkt, muss es ankommen. Und dann, was ich schon gesagt habe, sollte man es einfach stehen lassen im Raum. Rechtfertigung macht keinen Sinn, weil es ja schon passiert ist. Weil ich habe das so wahrgenommen. Und selbst wenn jetzt die andere Person noch anfängt, sich zu rechtfertigen zu dem Thema, das hilft gar nichts. Das ärgert mich vielleicht, wenn man die Person nicht verstehen will, aber es ist ja schon passiert, es ist ja schon wahrgenommen. Das heißt, man kann es nur im Raum stehen lassen, wirken lassen und selbst annehmen. Ich will zum Feedback vielleicht noch ein Beispiel geben, wieder im Umfeld von der Vereins- und Verbandsentwicklung, damit sie auch die eine oder andere Mail vielleicht noch besser versteht. Ganz subjektiv aus meiner Sicht, ich habe an dem Konzept der Vereins- und Verbandsentwicklung seit Weihnachten sehr, sehr intensiv gearbeitet. Der ganze Weihnachtsurlaub ist draufgegangen, es waren keine Stunden, es waren Tage mit Online-Meetings, vor allem im oberösterreichischen Fußballverband. Alle waren top motiviert, viel Arbeit eingegangen, aber es war wirklich positiv, weil das einfach genau das war, von dem ich überzeugt war. Toll. Dann ist das Konzept vorgestellt worden bei der Länderkonferenz am 26. Februar. Sagen wir mal,
ja, es hat keine Fragen gegeben. Ist ja noch okay. Dann hat es ein paar Aussendungen danach gegeben. Was hat das größte Interesse geweckt? Ich glaube, ihr wisst es, das Ranking, das veröffentlichte Ranking. Das hat wahnsinnig viel Interesse geweckt, weil plötzlich der Ego-Trip von Personen aus oder von Vereinen losgebrochen ist und plötzlich ein Run losgegangen ist um den größten Verein Österreichs. Da war Interesse da. Das erste Diskussionsforum, das 4 Tage nach der Länderkonferenz stattgefunden hat, war super, war Salzburg dabei. Das ein Landesverband, war toll, eigentlich, also oder toll, war okay für mich. Dann haben wir einen Fragebogen ausgeschickt für die Vereine, Feedback von den Landesverbänden. Bitte um Feedback bis dahin, wenn nicht auch okay. Hat es 3 Feedbacks gegeben, das ist fast voll. Aber dann hat es auch noch gegeben, bis zum 13. März, bitte einen Verantwortlichen nennen für die Vereins- und Verbandsentwicklung. Dann nochmal bitte, eine zweite Mail mit Bitte. Da habe ich dann noch reingeschrieben, was ich aus dem hinterm Rücken der Länderkonferenz gehört habe. Böse Zungen behaupten, der Leistungssport wird sowieso nichts und beim Breitensport zieht keiner mit. Das hat bei mir schon ein bisschen einen Frust ausgelöst, weil ich sage, wenn diese bösen Stimmen das machen, warum höre ich das? Warum hören das nicht diejenigen Stellen, die eigentlich betroffen sind? Hinterm Rücken reden über andere, das führt einfach zu nichts. Selbst das, was der Norbert gesagt hat, ist manchmal besser, nichts zu sagen. Mag schon sein, aber dann muss man halt nachher bei so wichtigen Themen das persönliche Gespräch führen. Ich kann nicht einfach sagen, der Leistungssport wird überhaupt nichts, wird sowieso nichts und beim Breitensport wird keiner mitziehen. Aber gut, diese Aussage ist mir durchgestanden. Das habe ich dann auch noch in die Runde geschickt zu den Landesverbänden. Dann hat es noch eine Mail gegeben von Mario mit der Bitte, einen Verantwortlichen zu nennen. Und dann war ein Tag nach dem 13.3., am 14.3., wo sich genau 4 Landesverbände von 8, weil Niederösterreich zählt ja nicht dazu, weil ich das bin, gemeldet haben. Und von 4 habe ich nicht einmal irgendwas gehört. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, da kenne ich mich nicht mehr aus. Was hat das bei mir ausgelöst? Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Was hat das bei mir ausgelöst? Unverständnis, Frust, Wut, Demotivation, Sinnfrage. Habe ich das wirklich notwendig? Die machen alle einen Job nicht und. Ich war mittendrin in der Opferrolle, muss ich auch dazu sagen, weil ich gebe mir da so viel Mühe mit dem Ganzen und das nimmt keiner wahr. Das ist ein Scherz, oder? Ich meine, das kann ja nicht sein. Ich bin dann aber irgendwie so in mich gegangen, deswegen habe ich gemeint, ich habe wahnsinnig viel gelernt bei der Vereins- und Verbandsentwicklung über mich. Bin in mich gegangen und habe dann schon gesagt, okay, ich habe das freiwillig gemacht, mir hat ja keiner zwungen dazu. Ich erwarte mir da Aufmerksamkeit und bin jetzt einfach gekränkt, weil ich die Aufmerksamkeit nicht bekomme. Aber ich bin eigentlich die Ursache dafür, weil ich sage mal, ich hätte das nicht machen müssen, also brauche ich mich nicht, brauche ich mich nicht ärgern drüber. Das war schon mal ein Thema, wo ich gesagt habe, ja, damit bin ich ein bisschen runtergekommen. Ich habe gesagt, okay, nicht zur Opferrolle, eigentlich falsche Einschätzung der Situation. Und das Zweite ist dann, wo ich mir gesagt habe, okay, was will ich eigentlich? Und dann ist mir schon klar geworden, ich will nicht wie Messias durchs Land laufen. Ich meine, das gehört bis zu einem bestimmten Grad dazu. Aber ich will jetzt nichts verkaufen. Ich will vielleicht Augen öffnen, das ist okay. Aber ich will jetzt Tand oder die Gier einrennen und oder wie ein Salesman pausenlos anlaufen. Ich will einfach Gleichgesinnte finden. Das war von Anfang an mit der Badminton Community Austria die Idee, Gleichgesinnte zu finden und mit denen am Badmintonsport arbeiten. Und das ist jetzt auch bei der Vereins- und Verbandsentwicklung so. Ich will mit Gleichgesinnten arbeiten. Ich will jetzt keinen groß überzeugen müssen. Ich will selbstständiges Arbeiten von den Leuten. Ich will Teamwork. Ich will das, dass wir gemeinsam was bewegen. Und wenn 4 Landesverbände, 50% der Landesverbände nicht mitziehen, dann war das für mich halt das, was ich dann in einer Mail reingeschrieben habe. Dann bin ich hier falsch am Platz, weil ich mich einfach mit Leuten umgeben will, die in meiner Meinung sind und in meine Richtung arbeiten. Unter anderem auch wegen diesen ominösen Spiegelneuronen, weil ich einfach Angst habe, zu viel Zeit mit Pessimisten oder mit ignoranten Menschen zu verbringen. Angst habe, selbst so zu werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen ist diese Mail, die dann ein bisschen Unverständnis bei dem einen oder anderen ausgelöst hat, diese Ultimatums-Mail gekommen, einfach aus meinem Gefühl der Opferrolle und dann rauskommen, dass ich gesagt habe, okay, ich muss ja nicht. Ich kann meine Energie auch
anderswo rausziehen, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute nicht mitziehen, dann ja, dann halt nicht. Praktisches Beispiel von Feedback. Es kommt, glaube ich, besser an, wenn man wirklich einfach ehrlich sagt, was man empfunden hat. Oder? Vielleicht darf ich es jetzt in der Runde sagen, ich weiß nicht, ob du das willst, Sigi. Sehr gerne. Ja. Ein E-Mail kurz Feedback gegeben, im Prinzip das, was ich heute gesehen habe. Wir haben Lust mit zu mitarbeiten, wenn Spaß macht und wenn kein aggressives Umfeld und so weiter ist. Und die hat so irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, und ist so zurückgeschrieben. Ich glaube, dass mit dem Tempo, das du vorgelegt hast und mit doch sehr viel ausgearbeitet in den letzten 294 Tagen. Viel überfordert hast. Wir selber sind in Vorarlberg auch mit uns selber beschäftigt gewesen, haben die neue Organisation ein bisschen gemacht und haben den Termin einfach schlicht und einfach verschlampt oder halt überschritten. Ich glaube, dass man einfach schauen muss, dass man die Leute nicht überfordert und mitmachen. Ich glaube, jetzt haben wir eine Runde, jetzt haben wir es geschafft, einmal in jedem Landesverband jemanden da zu haben und da die jetzt schaffen, die Leute ins Boot zu holen. Ich glaube, da waren einige wahrscheinlich ein bisschen überfordert, mich selber sehen wir da dazu. Mit dem Tempo, weil es hat ja noch viel Arbeit gelungen, aber es ist ja. Es soll man gedacht, mal, dass ja. Viele haben, dass das dann noch viel Arbeit ist, wenn ich mich da jetzt mit dem wirklich intensiv beschäftige. Feedback sollte man stehen lassen, deswegen versuche jetzt nicht dagegen zu argumentieren oder noch weiter argumentieren, was ich gedacht habe. Das ja, kann ich nehmen. Kann ich nehmen. Nur vielleicht zur Zeit. Es ist halt jetzt so, dass Air Badminton vor der Tür steht. Das heißt, die Air Badminton-Saison beginnt. Die klassische Hallensaison endet. Und im Herbst haben wir halt dann die neue Turniersaison. Und da müssen wir uns dann eh unterhalten, wie dann unsere Timeline jetzt einmal im Lenkungsausschuss aussieht, dass wir da doch bis zum Herbst schon die ersten Ergebnisse haben, was wir, oder im Idealfall schon früher. Das war nicht der Grund, warum ich ein bisschen aufs Gas gestiegen bin, in dem Zusammenhang auch. Generell natürlich, der Elon Musk hat einmal so ein interessantes Zitat gesagt, wenn du, ich weiß gar nicht mehr, wie es gegangen ist, wenn du 30 Tage Zeit hast, um deine Wohnung zusammenzuräumen, dann wirst du 30 Tage brauchen. Wenn du dir nur 3 Stunden Zeit gibst, dann wirst du nur 3 Stunden brauchen dafür. Es hat schon was Richtiges in sich. Also das und wir haben, Punkt. Feedback sollte man im Raum stehen lassen. Vereins- und Verbands-Dashboard kennt ihr. Die jährlichen Growth Awards ist die Frage, da die gemeldeten Zahlen sich jetzt so ausgestellt haben, dass die nicht immer nicht ganz zuverlässig sind. Also ich sage mal, wenn 2 Tage nach der Länderkonferenz ein Verein plötzlich 59 neue Mitglieder dazu meldet, dann ist das halt ein Zeichen, dass es nicht ganz richtig ist, die Zahlen, die von den Mitgliedern gemeldet worden sind. Deswegen ist eine große Arbeit ein bisschen fraglich. Das monatliche ist schon fix. Jeder dazu eingeladen. Das ist halt die Idee, ein wirklich offenes Ohr für jeden zu haben, Vereine, Landesverbände und einfach zu reden und wirklich einfach einmal im Monat die Gelegenheit zu haben, sich auszutauschen für die, was Zeit haben. Ganz offen, ganz locker in einer Atmosphäre, wo man einfach Ideen einbringen kann. Die Mitgliederbefragung läuft. Aktuell haben 4 Vereine, glaube ich, Feedback gegeben. Allerdings ist die Zeit bis Ende April. Wir sollten dann schauen, vor allem über die Landesverbände wahrscheinlich einmal nachfassen. Es wird der ÖBV noch eine große Mail anschreiben. Mit der Bitte, die anzulegen, aber es hilft dann natürlich nichts, man muss ein bisschen eine persönliche Vorsprache halten. Deswegen war auch meine Frage, mein Hintergedanke, wann trefft ihr eure Vereine in die Landesverbände, wann habt ihr die Vereinssitzung? Da ist halt von, ich glaube, 3 oder 4 maximal Landesverbände haben da was zurückgeschrieben. Ist aber alles im Developer-Network erkennbar. Also wenn jetzt wer einsteigt von den Landesverbänden und erkennt, da fehlt noch, dann bitte einfach mir schicken. Lenkungsausschuss mit den Landesverbänden,
sind wir mittendrin. Da geht es um Steuerung und vor allem Entwicklung der Prozesse, der ganzen Sachen, aber auch Good Practice Austausch, Schaffung beim Developer Network ist soweit erledigt und das letzte Thema, Projektvereine helfen, sich selbst zu helfen. Eine Badminton-Funktionärsakademie, so ein bisschen was in die Richtung werden wir wahrscheinlich vorher aufbauen können, noch im Laufe des Jahres. Das Ausbildungs-Coaching-Programm sicher erst 2023. Genauso die jährliche FUF-Konferenz. Gut, kommen wir zu konkreten Themen. Ich würde euch gerne einmal das Developer-Network zeigen, als erstes. Für diejenigen, die es noch nicht so intus haben, nur mal kurz im Überblick. Es gibt im Netzwerk, also wir haben derzeit 18 Mitglieder drinnen. Es gibt da immer, wenn man einsteigt, einmal so Berichte, Artikeln. Da ist das, was ich schon angesprochen habe, der Gärtner, das Ranglistensystem im Mikrokosmos ÖBV. Dieser Artikel, den ich im Vorfeld von der Vereins- und Verbandsentwicklung geschrieben habe, wo ich einfach versucht habe, meine Erfahrungen, subjektiven Erfahrungen im ÖBV zu vergleichen mit einem Gärtner. Respekt und die Entwicklung unserer Gesellschaft, also wenn man da drauf, kann man immer draufklicken natürlich, da sind zwei Videos drinnen, einmal ein Video vom René Barbonus, einfach nur respektlos, wirklich zu empfehlen für die Leute, die respektvoll mit anderen umgehen wollen. Und das zweite ist von einem Gehirnforscher und einem Neurologen, der einfach über die Entwicklung unserer Gesellschaft was erzählt. Hierarchische Ordnungsstrukturen nicht mehr zeitgemäß sind, weil sie die Komplexität der heutigen Zeit nicht mehr schaffen. Ist ähnlich formuliert wie ich, wo ich gesagt habe, Agilität, auch da sind hierarchische Strukturen in der Form, wie sie wir kennen, nicht mehr zeitgemäß, weil man einfach sonst der große Tanker wird und nicht das kleine Schlachtschiff. Da wird es immer wieder neue Artikel geben, die ich dann auch unregelmäßig wahrscheinlich per Mail verteilen werde. Wir haben hier ein paar Punkte, wo man anklicken kann. Das sind die Logos der CI der Verbände. Das sind hier die Online-Vereins- und Verbandsentwicklungs-Dashboards. Das sind Unterlagen zu Veranstaltungen. Also wenn wir da draufklicken, dann sehen wir sämtliche PDF- und PowerPoint-Unterlagen von Workshops oder von was auch immer. Die Idee von PowerPoint ist, wenn Sie was verwenden wollt, ladet es einfach runter und verwendet es für eure Präsentationen sehr, sehr gerne. Also da gibt es jetzt kein Copyright von mir oder vom ÖPV drauf. Das soll für alle verwendbar sein. Hier kann man einen Zugang zum Netzwerk empfehlen. Das heißt, wenn Sie jemanden habt, der mitmachen sollte, einfach draufklicken. Dann geht eine kleine Mail auf, Registrierung unter dem. In dem Zusammenhang bitte die Verantwortlichen von der Vereinsentwicklung, die sich noch nicht registriert haben, bitte registrieren, weil wir wollen zukünftig auch die Dokumente austauschen über die Vereins- und Verbandsentwicklung und weniger per Mail hin und her schicken. Es gibt hier auch eine Ideensammlung. Wenn man da draufklickt, ist das ein Bereich, wo jeder was eintragen kann. Ist genau gedacht für so ein Ideen-Backlog, was ich schon gesprochen habe. Das heißt, dass noch ein Lenkungsausschuss-Ideen reinkommen. Aber das Wichtige sind nicht nur die Lenkungsausschüsse, sondern die Zeit zwischen den Lenkungsausschüssen, dass man auch da an dem Thema arbeitet. Und da gibt es zwei Sachen. Es gibt einmal null Brainstorming. Das heißt, hier können neue Ideen abgelegt werden. Einfach hier rechte Maustaste, neue Seite und neue Ideen hinzufügen. Oder hier einfach. Da wird zum Beispiel ein Thema dabei, Kommunikations- und Informationsmanagement. Für die Zukunft, nicht für heute. Wie schaffen wir es, dass die Information zielgerecht und aufwandsminimiert dorthin kommt, wo sie wichtig ist? Kommunikations- und ÖBV, Landesverbände, Vereine, Spieler bzw. Eltern. Das ist ein anderes Thema, da wäre, ich sage mal, Kalender, an übergreifenden oder einen hierarchischen Kalender mal zur Verfügung zu haben, wo jeder seine Termine einbringen kann und nicht alle Termine fünfmal. Also ich muss meine Termine im Verein, Verband und sowas, glaube ich, fünfmal eintragen in unterschiedliche Kalender, damit die dort wahrgenommen werden. Also da gibt es viele Ideen, die man da einarbeiten können und entwickeln und vielleicht kann der eine oder andere was beitragen oder im Team halt der eine oder andere kennt jemanden, der was beitragen kann. Das ist natürlich auch gut. Dann haben wir Bereiche Erforschung. Da ist ja Double Diamond, das ist so eine Innovationsmethodik, wie man das macht, ist jetzt egal. Da ist zum Beispiel drinnen gewesen, Prost Martin, da ist zum Beispiel drinnen gewesen,
Thema, eine Serie, das ist Badminton vom Steirischen Verband, das wir jetzt umgemünzt haben in Wir sind Badminton Austria. Die ist im Endeffekt da drinnen entstanden, eigentlich von der Idee her, wie wir mal reingehen. Und da kommt jetzt das, ja, was ich viele kennen von euch, Lösungskonzeption, Tipps und Umsetzung. Das ist der Bereich, also da kann wirklich jeder was eintragen. Ist dafür gedacht, dass mitgearbeitet wird, ist keine Einbahnstraße. Und detto gibt es hier Fragen- und Diskussionsforum. Wenn wir da reingehen, dann ist man, die von Microsoft affin sind, ist man in einer Teams-Sitzung drinnen. Und in der Teams-Sitzung gibt es mehrere Kanäle. Es gibt einmal den Lenkungsausschuss für FUF-Entwicklung. Das sind wir gerade. Da ist noch immer die Aufzeichnung drinnen. Das heißt, ihr könnt euch jederzeit von dort da entsprechend anschauen. Es gibt das Diskussions- und Frageforum drinnen. Das wird nicht aufgezeichnet. Allerdings Diskussionen, wann welche sind, sind da drinnen. Und es gibt dort allgemeine Infos. Das oben und das unten seht ihr nicht. Das ist der Breitensportausschuss. Das sind nur meine Kanäle jetzt, nicht irreführen lassen. Ja, da sind noch die Termine. Hier sind allfällige Deadlines vermerkt, die Verantwortung für die Vereins- und Verbandsentwicklung in den einzelnen Landesverbänden. Da sehen wir, wir haben derzeit nur drei Termine für die regelmäßigen Sitzungen. Und hier ist nochmal das gesamte, eigentlich die gesamte Ablage, wo viele, viele Dinge noch mehr drinnen sind. Es ist auch sind zum Beispiel von einem Sport Austria Managementkurs. Ich hab die Zeit von Corona genutzt und habe den gesamten Sport Austria Managementkurs, also Sportmanagementkurs gemacht und habe sämtliche Unterlagen, die ich bekommen habe, da drinnen reingegeben und euch zum Download bereitgestellt. Da geht es von Teambuilding, Sportverein, Zukunft, also wirklich, wirklich interessante Sachen. Könnt ihr gerne herunterladen und entsprechend verwenden. Hoppala, jetzt habe ich verstopft. Und was da drinnen sind auch jetzt im Excel-Format die Dashboards, inklusive Mitgliederbefragung. Hier ist das wirkliche Original im Excel. Kann man wieder runterladen. Wir haben die Dashboards der Landesverbände, genauso wie die Vereine. Der Umgang, ich zeige es jetzt einmal nur beim Landesverband her. Wie seht ihr, man sieht hier den kompletten Überblick. Kann hier vergleichen, wunderbar. Was hier fehlt noch und was ich euch gerne als Aufgabe mitgeben würde, ist das Thema Badminton-Vereine ohne Mitgliedschaft. Wir haben das in Niederösterreich eigentlich als erstes gemacht damals, wie wir unsere Mission 2023 gestartet haben. Dann haben wir gesagt, okay, es gibt Vereine, die beim Verband sind, aber welche sind nicht beim Verband dabei? Und da haben wir herausgefunden, dass eigentlich beim Verband 15 Vereine sind und dass es 16 Vereine gibt, die nicht beim Verband sind oder Spielgemeinschaften und haben damit natürlich, wenn man jetzt in Richtung Potenzialanalyse geht, schon mal ein gewisses Potenzial an Vereinen, die man möglicherweise zum Verband holen kann, wenn man das unter Anführungszeichen richtige Angebot hat. Und ich bin überzeugt davon, dass in einigen Landesverbänden auch einiges dabei ist und die kriegt man ganz einfach raus. Da braucht man nur auf die Union, ASCI und ASFÜ-Seiten gehen. Die haben ein Verzeichnis, da noch Badminton suchen, da gibt es Ansprechpartner und mit denen dann einmal Kontakt aufnehmen. Wir haben es so gemacht, dass wir zuerst einmal eine vorbereitete Mail gehabt haben, wo wir es einmal kurz vorgestellt haben und dann gebeten haben um einen Termin. Und dann je nachdem, wie sich das ausgegangen ist, vor der Corona-Zeit ist halt einer vom Verband hingefahren und hat dort einfach beim Training einmal mitgemacht, hat einmal mitgespielt, so hat man sich kennengelernt, ist nachher vielleicht auf ein Bier gegangen, je nachdem, wie der Verein strukturiert war. In der Corona-Zeit war es dann ein bisschen mühsamer, da hat man eher telefoniert. In der heutigen Zeit ist es natürlich wunderbar, wenn man noch andere Themen auch hat. Man hat zum Beispiel das Air-Badminton-Thema, was man mit den Vereinen diskutieren kann, auch im Sommer noch. Also das sind jetzt viel mehr Themen da. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit lasse ich das jetzt einfach mal so stehen und vergleiche jetzt einmal nicht die Landesverbände untereinander. Ich glaube, das kann jeder machen. Es wird mit 4. Mai wird es ein neues Dashboard für die Vereine geben, das dann auch veröffentlicht wird nochmal. Das Verbandsdashboard wird allerdings erst nächstes Jahr im Jänner neu erstellt. Ihr kennt jetzt da nicht wirklich den Sinn, das neu zu erstellen. Bei den Vereinen ist da irgendwie so ein bisschen eine Konkurrenzsituation entstanden, wo das Bedürfnis von den Vereinen kommt, aufgrund von den gemeldeten Mitgliedern jetzt eine neue Statistik zu haben. Ist okay, Wettbewerb ist gut. Bei den Verbänden brauchen wir es glaube ich nicht. Außer ihr seid jetzt anderer Meinung. Also ich bringe jetzt nur meine Ideen natürlich ein.
Alles, was andere Meinung ist, wie gesagt, heute ist ein bisschen, die Zeit ist auch schon ein bisschen knapp, können wir gern diskutieren über Teams oder über die Ideen, was im Developer Network drinnen ist. Dafür ist es ja da. Für die, die sich da nicht auskennen, da gibt es verschiedene Registerkarten noch. TAMG ist zum Beispiel Trendanalyse der Mitgliederzahlen, wo man reingehen kann und sagt, hier wähle ich aus den entsprechenden Landesverband und sage von Kärnten, das nehmen wir da, von Vorarlberg, wie haben sich die Mitglieder in Vorarlberg verändert? Und da sehen wir von 2018 weg, dass U11, U13, U15 und zwischen 35 und 45 es eigentlich eine negative Entwicklung gegeben hat, aber sehr, sehr positiv. Der Bereich U17 bis U22, das ist meines Wissens gegen Österreich Trend. Und vor allem, was vor allem Österreich Trend liegt, die über 50-Jährigen, die werden immer mehr beim Badminton. Das kann man sich in allen Landesverbänden so anschauen und kann man ganz gut runterbrechen, eigentlich, wie man da unterwegs ist. Und die TA von SL, das sind einfach die Spielerlizenzen, falls das abweicht. Und da sind da dann noch die ganzen Detailsdaten drinnen, da könnt ihr noch, ja, bis zum Exzess eigene Analysen machen, eigene Pivot-Tabellen, ich habe da Vergleichsgrafik noch drinnen, verschiedenster Natur, das ist aber dann ja schon was für Statistiker. Aber es steht euch bereit, also jederzeit zum Download, ihr braucht nicht Fragen oder sonst irgendwas, sondern einfach bitte verwenden. Was da auch noch drinnen ist, ist Spannendes von anderen. Da habe ich so Leitbilddefinitionen reingeben, wie die Schweizer das teilweise machen, wie es da Vorlagen gibt. Also alles, was irgendwie interessant ist für verschiedene andere Personen in dem Lenkungsausschuss, sorry, ich klicke da ein bisschen gebe in dem Bereich einfach rein. Das heißt, das wird einfach wachsen, schaut halt von Zeit zu Zeit rein. Genauso der Bereich Mindset. Da habe ich jetzt ein bisschen was zu den Feedback-Regeln und sowas reingeben, was ich halt finde, was irgendwie interessant sein könnte, gebe ich da rein. So supermarktmäßig. Das war im Großen und Ganzen die Funktionalität. Das, was ja schon die meisten kennen, ist das Logo und Ziel der Verbände. Da steige ich vielleicht noch kurz drauf. Da hat jeder Landesverband seine eigenen Logos da drinnen. Und was neu ist, es gibt zum Beispiel auch für Airbadminton und für Shuttle Time die entsprechenden Logos. Wenn Sie Airbadminton-Turniere macht, bitte einfach Logos zugreifen und verwenden. Dann kennt ihr im BNG verschiedenste Kacheln, einmal in Schwarz, einmal in Schwarz-Rot und einmal in Weiß, das Airbadminton-Logo verwenden. Ich glaube, es fetzt und es ist ganz, ganz lässig. Also alles, was verwendbar ist, was generell CI ist, steht in dem Bereich drinnen. Gut, ist erledigt. Das Dashboard für die Vereine ist drinnen, ist vom Handling so wie bei den Landesverbänden. Wenn Sie irgendwelche Fragen jetzt zwischen die Lenkungsausschüsse habt, dazu einfach melden bitte. Am besten im Teams vom Developer-Netzwerk. Da kriegen immer, wenn Sie irgendwas eintragt, kriegen der Mario oder ich eine Info und wir werden dann entsprechend darauf reagieren. Der Fragebogen von den Vereinen ist draußen. Ich glaube, das wird dann interessant, dass man das beim nächsten Lenkungsausschuss die Ergebnisse entsprechend besprechen, beziehungsweise dass man gegebenenfalls nachfassen. Anderer interessanter Punkt, ein Fragebogen für Landesverbände ist in Ausarbeitung. Ich würde euch, wenn er fertig ist, und das wird wahrscheinlich so um die Osterzeit sein, würde ich den schicken, wenn das für euch okay ist, wenn sie das sinnvoll erachtet, dass ihr mal drüber schaut, ob das ganz brutal formuliert überhaupt Sinn macht. Die Idee ist halt einfach, dass man die Landesverbände ein bisschen vergleichen kann, relativ einfach die Struktur, was kostet eine Mannschaft in der Mannschaftsmeisterschaft in denen, was kostet den anderen, das gegenüberzustellen. Was kann der eine gut, was kann der andere gut? Ein bisschen, ja, einfach allgemeine Fragen, so ähnlich wie bei den Verbänden. Ich glaube, dass keine schlechte Idee ist, dass man da ein bisschen Gedanken drüber macht, dass man das ausfüllt, dass man die Summe wahrscheinlich Stunde, die man da hat, investiert. Und dann haben wir halt wieder ein gewisses Material, mit dem wir arbeiten können, wo wir vergleichen können. Und wo vielleicht das eine oder andere Aha-Erlebnis rauskommt, wo man sagt, ups, das ist interessant, da sollte man eigentlich in die Tiefe gehen. Das ist ja das,
die Grundidee von dem. Die Online-Vereinsbesuche sind geplant ab Ende April, möglicherweise erst im Mai, je nachdem, wie viel Online-Fragebogen das zurückkommen. Es sind jetzt die ersten Fragebogen draußen, die ersten zwei. Ich sage mal, einer zu den Zahlen und einer ein bisschen mehr zur Ist-Situation. Die Vereine, die es zurückgeschickt haben, die Fragebogen, die werden dann von der Idee her als erstes mit einem Online-Vereinsbesuch beglückt, dürfen da zuerst kommen. Und wenn Sie jetzt vom Landesverband her sagt, ihr wollt bei dem einen oder anderen Verein unbedingt dabei sein, bitte entsprechend mitteilen, dann werden wir das berücksichtigen in der Terminkoordination. Geplant, da ist halt ein entsprechendes Doodleboard, dass man sagt, okay, die Termine gibt es, da schickt man noch an die Vereine. Die Vereine können sich einen Termin aussuchen. Also ich habe jetzt die ganzen Sachen vom Konzept der Vereins- und Verbandsentwicklung, wo drinnen steht, wo es Online-Vereinsbesuche sind, wo es das Ziel ist und sowas. Das bringe ich jetzt nicht heute mehr, weil das habt ihr eh schon gehört zum Teil, beziehungsweise ist in der Vorbereitung ja sicherlich bei euch drinnen gewesen, dass ihr euch das angeschaut habt. Ja. Air Badminton, interessanter Punkt aus meiner Sicht. Da hat es einen Good Practice Talk gegeben. Anfang der Woche auf Anfrage von Vorarlberg. Michi Giesinger hat gemeint, er mag einmal reden zum Thema Air Badminton, weil Vorarlberg da ein bisschen was machen möchte. Haben wir gesagt, ja, machen wir was. Haben wir geballte Power dazu gemacht. Das heißt, der Dominik Mizelli, der in Oberösterreich führend war, eigentlich einer der Pioniere im Air Badminton. Dazu der Andreas Walzer, der Airbag-Referent ist. Ich war dabei und so ein bisschen passiv auch der Michi Steiner, der einen Thermen Cup gemacht hat. Sind, glaube ich, ganz interessante Sachen rausgekommen. Für dieses Jahr Airbadminton Kehli ist wieder als Sponsor dabei. Die sponsern uns wieder mit einer entsprechenden Palette. Das heißt, wer Airbadminton-Veranstaltungen macht, kann vom Andreas Walzer Kehli haben. Es ist ja dann nur ein bisschen ein Transportthema. Die Frage ist, ob es sich auszahlt, den Vorarlberg zu transportieren, um genau zu sein. Alles, was irgendwo im Umkreis jetzt vom Osten ist, bis Salzburg rauf, geht, glaube ich, relativ problemlos. Vorarlberg, wenn jemand vorbeifährt, wenn der Mario wieder mal auf der Durchreise ist, ist auch kein Problem, glaube ich. Unser Wunsch, unser Ziel für 2022, und jetzt geht es wieder in Richtung Landesverbände natürlich, auf der anderen Seite in jedem Bundesland, inklusive Burgenland, ein Air-Badminton-Turnier zu haben. Das wäre natürlich super genial. Im Burgenland am Bodersdorfer Bodensee war überhaupt der Traum. Wir sind am Überlegen, ob wir eine Air-Badminton-Rangliste machen wollen. Das heißt, jeder, der ein Air-Badminton-Turnier mitspielt, scheint in der Rangliste auf, relativ formlos und sowas. Ich weiß noch nicht, ob das Sinn macht. Also wenn ihr da Input habt, also ich füttere euch jetzt mit Informationen, bitte mitdenken, mitschreiben. Und wenn sie auf das eine oder andere anspringt, wieder so supermarktmäßig, gibt es mir nachher Bescheid. Wenn das Sinn macht, machen wir es gern. Der Dominik wird sicher ein Turnier machen. Wir werden Turniere machen. Es wird auch andere Turniere geben. Das ist das eine. Es wäre schön, wirklich mit diesen Air-Badminton-Logos überall so ein Turnier zu haben, das Ganze auf Social Media zu sehen und einfach zu zeigen, dass Air-Badminton im zweiten Jahr da ist. Noch im ersten Jahr vom Start im Vorjahr. Und das zweite ist, Air-Badminton in Österreich als Produkt voranzubringen und als Produkt zu platzieren. Wir hatten im Vorjahr das große Problem, dass keine Netze, teilweise keine Bälle gegeben hat und vor allem keine Linien. Es ist nicht gut gewesen. Dann haben wir das gehabt und dann sind die Vereine einfach, haben die Vereine Turniere gemacht, sind die Vereine so wie wir in St. Pölten auf dem See gegangen und waren jeden Dienstag am See präsent und so. Ist zwar toll, aber das bringt uns jetzt wirklich in die Breite, wo man kommen kann mit Air-Badminton. Und deswegen haben wir mit dem einzigen Air-Badminton-Set-Anbieter in Österreich, nämlich Victor Austria, zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir machen Packages für Air-Badminton-Equipment. Auf der anderen Seite Links für Freizeitzentren, Bäder, Freiluftfestivals, Gartenrestaurant, private Partys und so weiter. Ein Komplettset mit einmal Netz, einmal Linien, 8 Schläger. Von der Idee her heute 6 Schläger für Triple und 2 auf Reserve und 8 Dosen Bälle.
das Ganze zum Setpreis von 279 Euro am Online-Shop von Victor Austria zu bestellen, einfach per Knopfdruck. Dass man wirklich, das ist übrigens auch für Schulen interessant. Ich habe die Woche einen Termin bei Schulen gehabt, die gingen in eine ähnliche Richtung und sagen, wo kann man das kaufen? Ich habe eine Anfrage von einer Sportunion Mistelbach gehabt, die auch gesagt haben, wie schaut es mit Air-Badminton-Equipment aus, gibt es das jetzt endlich? Und deswegen sind diese Packages entstanden. Einmal das eine für Komplett-Package und auf der anderen Seite interessant für ÖBV-Vereine, allerdings nur für ÖBV-Vereine, exklusiv. Air-Badminton-Set, Linien plus Netz um 99 Euro, Listenpreis ist irgendwo über 130 Euro, glaube ich. Und Bälle, Aktionspreis 8,50 Euro pro Dose. So billig kriegt man es meines Wissens in Europa nirgends. Ich glaube, das billigste, was ich gefunden habe, sind 9,50 Euro für die Bälle. Ist eine attraktive Geschichte, gehört aber jetzt zu den Vereinen transportiert. Oder möglicherweise ist es auch interessant für die Landesverbände, da Packages zu ordern, wo man sagt, die Landesverbände nehmen nicht einfach drei Air-Badminton-Sets und vermieten es oder verborgen es an die Vereine. Oder nehmen, wenn es größere Landesverbände sind, 6 Sets, noch mehr Sets und verkaufen es dann an die Vereine weiter. Die Aktion von Victor Austria ist auf jeden Fall nur bis Ende April möglich und danach kostet es einfach mehr. Aber ich glaube, die Grundidee oder worauf ich hinaus will, ist klar, wir müssen den Leuten, wir müssen den Vereinen, aber durchaus auch von mir aus den Eltern, den begeisterten Eltern, die Möglichkeit geben, unterschwellig sehr, sehr einfach zu Air-Badminton-Sets zu kommen. Wir haben es beim Good Practice Talk auch diskutiert, dass wir wahrscheinlich sie eindecken werden mit ein paar Sets und das bei den Festivals, wo wir vertreten sind, dort verkaufen, weil da immer wieder die Nachfrage kommt, okay, wenn ich das jetzt spielen will, wie kann ich spielen, wo kriege ich das Zeug her und sowas. Und da kann man natürlich verweisen auf solche Sets oder man sagt, na, nimm das gleich mit. Und ich glaube, jedes Air-Badminton-Set, das irgendwo im Raum umher umschwirrt, hilft uns weiter. Wir haben jetzt ÖBV oder ich persönlich gar nichts von Victor Austria. Mir geht es nur darum, dass wir, wie soll ich es formulieren, in Österreich eine Schwäche an Unternehmen haben, meiner Meinung nach. Das heißt, es gibt eigentlich kaum einen Unternehmer, der wirklich Badminton generell in den Markt reinpusht. Wir haben Babolat, also ist immer mein Wissensstand, muss ich auch dazu sagen. Wenn Sie jetzt andere Forderungen haben, ist natürlich super, toll. Mein Wissensstand ist Babolat und Victor. Und beide sind relativ inzuchtmäßig unterwegs. Das heißt, die versorgen halt die Vereine, ehrenere Vereine. Es gibt Vereine, die haben halt Babolat als Sponsor, es gibt Vereine, die haben als Victor als Sponsor und die werden dann damit versorgt. Aber so richtig Neukundenakquise wird da wenig betrieben. Und ich glaube, das ist eins der Mankos, auch in den Center, wir haben viel zu wenig Center. Eines der großen Mankos, dass wir zu wenig Unternehmer haben, die wirklich auf Badminton setzen, auf Badminton auch im Neukundensegment. Die meisten gehen nur auf bestehende Badminton-Spieler, Badminton-Vereine. Und mit dem haben wir jetzt endlich einmal die Möglichkeit, wirklich nach draußen zu gehen und uns nicht irgendwo, formuliert krass, inzuchtmäßig zu verstecken. Deswegen würde ich bitten, dass es bei euch im Landesverband bzw. auch in die Vereine bekannt macht, publiziert, pusht. Es hat jeder Verein schon ein Mail bekommen zu dem Thema Air-Badminton Equipment. Es haben auch die Verbände das Mail bekommen. Also ihr wisst, wie es geht. Es geht nur mal darum, zuzugreifen. Gut, was haben wir noch weitere Themen? Wir haben das Thema Digitalisierung. Ich habe schon angesprochen, Good Practice Talk am 28.04. Am 6.04. stellt auf Initiative von Vorarlberger Verband die Firma Kurabu eine Mitgliederverwaltung vor. Also eigentlich gibt es zwei Termine. Der eine ist heute am 31., aber der ist eigentlich schon vorbei. Und am 6.4. ist der zweite. Ist eine Software, sagen wir mal, ein modernes Clubdesk. Schaut auf den ersten Blick sehr, sehr gut aus. Für die, was Sie dafür interessieren, würde ich auf jeden Fall empfehlen, da teilzunehmen. Interessant wäre Potenzial für Good Practice Talk generell. Wenn euch irgendwas einfällt für einen Good Practice Talk, wo ihr im Land wisst, ein Verein, der was wirklich, wirklich gut macht, dann bitte melden. Dann schauen wir, dass wir einen kleinen Talk machen und die anderen Vereine davon profitieren können. Wir haben bis jetzt damit gemacht, Vorspielen in Schulen. Das war der erste Talk. Dann der zweite
mit dem BBH Wien über Respekt und Sicherheit, Prävention gegen sexuelle Übergriffe. Und der dritte ist Erbe-Admin, der jetzt online geht. Der vierte widmet sich der Digitalisierung. Für mich war ein tolles Thema, wie schaffe es bei Kindern, die Freude am Badminton aufrechtzuerhalten oder Spielspaß, Spannung, wie der Mario immer wieder sagt, oder irgendwas in der Richtung. Wenn Sie da jemanden kennst, der das gern macht, bitte melden. Förderungsdatenbank ist jetzt das Stichwort für den Christoph. Ja, wenn ich darf. Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Ganz kurz. Hallo erstmal von meiner Seite. Die meisten von euch haben das mittlerweile, denke ich, schon einmal gehört. Bei 2-3 Sitzungen haben wir es schon erwähnt, dass wahrscheinlich oder dass es so ausschaut, als würde in allen Kooperationsprojekten mit den Dachverbänden das Budget gekürzt. Und das würde natürlich auch das Talentprojekt betreffen. Der größte Block an Fördergeld dort geht aktuell in die Volksschulen. Das heißt, das wäre der Bereich, der von so einer Kürzung auch am meisten betroffen wäre. Ja. Und wir wollen da im Endeffekt ein bisschen vorausschauend agieren. Wenn die Kürzung nicht kommt, dann super, haben wir mehr Geld. Aber wenn was gekürzt wird, dann wäre es natürlich trotzdem gut, wenn die Vereine in der Lage sind, möglichst viele Aktivitäten einfach fortzusetzen. Dafür braucht es ganz einfach das Geld. Und unser Ansatz da war jetzt einmal, nämlich auch einfach als Teil von dem Internet, was das Sigi aufgesetzt hat, eine Art Datenbank mit Fördermöglichkeiten zu erstellen. Ja. Weil gerade die Volksschulkooperationen und Schnupperprogramme mittlerweile relativ gut gefördert sind von sehr vielen verschiedenen Stellen. Also vor knapp 6 Jahren, sechs bis 8 Jahren, wie die Talentnester von der BV-Seite aus begonnen haben, war das was relativ Neues. Mittlerweile gibt es von Dachverbänden, von Ländern, Landessportorganisationen und so weiter quer durch Österreich da eigene Förderprogramme. Und die Idee war, dass wir uns da zusammentun, einerseits der ÖBV natürlich mal nationale Förderprogramme zusammentragt, die Landesverbände vielleicht die bekannten Förderprogramme da zusammentragen, auch einzelne Vereine einfach die Fördermöglichkeiten, die Sie kennen, da in eine Datenbank einpflegen können, die dann für möglichst viele Vereine einfach zugänglich ist. Ja, also wo man einerseits schauen kann, wenn man was machen will, wo kriege ich Geld dafür, aber vielleicht auch dann eben in die andere Richtung, was könnte ich alles machen, wofür gäbe es Geld? Die Datenbank ist im Aufbau ist ein bisschen übertrieben. Wir basteln gerade an der Struktur, wie das nachher ausschaut und daran, dass die ersten größeren Förderprogramme, die es österreichweit gibt, da dann drinnen sind. Ja. Und ja, damit das Ganze was wirklich Vollständiges wird, werden wir dann aber auf die Landesverbände und auf die Vereine angewiesen sein. Weil das ansonsten vom Aufwand her relativ viel wird und weil die Leute vor Ort einfach einen deutlich besseren Einblick in die lokalen Förderstrukturen haben. Das ist Österreich leider relativ undurchsichtlich. Frage Christoph, gibt es eine Timeline? Es gibt eine ungefähre Timeline und zwar, nachdem die meisten Förderprogramme, die was mit Schulsport zu tun haben, auch an das Schuljahr gekoppelt sind, wollen wir da auf jeden Fall bis Ende dieses Schuljahres bereits eine relativ gute Liste einfach an Förderungen drinnen haben in der Datenbank. Das heißt, ungefähr Juni wäre das Ziel.
Einfach damit die Vereine dann ein paar Monate Zeit haben, bis September wirklich zu schauen, welche Programme passen und wo man vielleicht Aktivitäten, die bis jetzt über das Talentprojekt laufen, umstellen kann. Wir sollten dann auch spätestens, wenn wir Glück haben im Juni, wenn es nicht so, oder wenn es länger dauert von den Dachverbänden aus, spätestens im August eine ungefähre Idee haben, wie es finanziell wirklich ausschaut nächstes Jahr. Mhm. Ja. Und von dem, was wir von den Landesverbänden oder was die Landesverbände beitragen sollen, wann wäre das interessant? Also ich würde sagen, wenn die Datenbank von der Struktur her steht, das ist realistisch, dass das im April passiert, denke ich, kann man die Datenbank schon mal so weit freigeben, dass Landesverbände da, ja, oder grundsätzlich jeder, der ein relevantes Förderprogramm kennt, das dort auch einpflegen kann. Beziehungsweise ab Umsetzung. Mai, oder? Entschuldigung? Ab Mai kann das noch eingepflegt werden. Ja, genau. Genau, das ist realistisch. Wobei, wie genau das abläuft, müssen wir uns dann noch anschauen. Sigi, da kennst du dich besser aus, wie das mit den Berechtigungen genau funktioniert, aber das kriegen wir alles irgendwie hin. Ja, aber gut. Na, da haben wir Martin, einen Spezialisten. Ja, gut. Genau, Martin. Das kriegen wir. Die Berechtigung bin ich jetzt zweimal gescheitert. Deswegen lache ich. Vielleicht zur Berechtigungsstruktur im Badminton Developer Network, weil ich schon mal gefragt worden bin. Es gibt im Prinzip nur zwei Berechtigungen. Es gibt einmal die Berechtigung von den Administratoren und es gibt das zweite, die Berechtigung von den Teilnehmern. Das heißt, derzeit sind nur Landesverbände drinnen, aber wenn dann die Vereine auch reinkommen, haben Vereine und Landesverbände die gleichen Rechte drinnen. Wir wollten das bewusst auch ein bisschen klar halten und ein bisschen keep it simple machen. Wenn wir mit den Berechtigungsstufen nicht auskommen, dann gibt es natürlich nur die Möglichkeit, mit ein bisschen mehr Aufwand noch mehr zu machen, aber ich glaube, das geht schon so. Gut, danke Christoph. Ich werde das einfach jetzt einmal ins Backlog von die Ideen wieder aufnehmen, die Förderungsdatenbank. Was wir da auch noch drinnen haben, ist, ich sage mal, Marke Social Media und die Serie Wir sind Badminton Austria. Da geht es mir nur darum, wenn wer von euch Ideen hat dazu, sehr, sehr gerne. Sie wird jetzt einmal, also die Serie wird jetzt einmal gehen auf Social Media bis 4. Mai. 4. Mai wird noch veröffentlicht. Das neue Ranking, das neue Vereinsranking. Es gibt danach noch ein paar Gedanken und Ideen, dass man noch publiziert, wie viele Trainer gibt es in Österreich, wie viele Funktionäre gibt es in Österreich und so weiter. Und dann das Ganze immer wieder ein bisschen mit Geschichten zu verbinden. Der Hintergrund ist einfach klar zu machen, dass es nur ein Wir gibt. Das ist nicht ein Ihr, nicht du ÖBV oder du Landesverband, sondern dass wir eigentlich alle in einem Boot sitzen. Und ich glaube, dass die Serie ganz gut gelungen ist. Viel wichtigeres Thema allerdings, als wir Marketing für die Serie, ist das Thema, ich habe es einmal formuliert, als Ersatz für A-B-Turniere. Es ist für die, was im Verteiler waren von den Landesverbänden, es hat ja nach dem letzten Elite-Turnier eine kleine Beschwerde-Mail von Herrn Ernst Lischka gegeben. Da sind ein bisschen Emotionen zum Teil hochgekommen. Es hat dann eine Antwort-Mail von der Tina gegeben. Für mich ist beides, also unter dem Motto, ja, natürlich, man kann alles immer irgendwie sehen. Fakt ist, wir haben im Jahr 2020 122 Turniere gehabt, die über die Tournament-Software abgewickelt worden ist. Im Jahr 2021 waren es nur mehr 80. Wir haben einen Rückgang bei den Turnieren. Ich glaube, das ist definitiv, das sieht man überall. Und aus meiner Sicht ist ein komplettes Loch in dem Bereich, wo die Jugendspieler einsteigen in die Turnierserie. Es hat früher die Jugendturniere gegeben und die Jugendspieler sind einfach in B eingestiegen. Das heißt, die Community, die sich im Jugendbereich österreichweit gebildet hat, teilweise Freundschaften und das, was uns weiterbringt und teilweise auch, warum die Kinder dorthin fahren, was mehr Spaß mit denen haben. Die weiß jetzt nicht, was machen soll, wenn es aus der Jugend rauskommt. Es gibt jetzt die Elite-Turniere, wo viele jetzt reinrutschen ins Elite-Turnier. Was
ein schlechtes Zeichen fürs Elite-Turnier ist, allerdings doch viele nicht. Und es gibt gibt weder A- noch B-Turniere. Es tut jeder Bereich versucht dann was zu tun. Ich finde es super, Wolfurter Blitzturniere, toll. Ich finde spitze die Serie, was der WBV hat im Osten, wo es im Prinzip, glaube ich, 7 Turniere gibt, die jetzt da Ranglisten zählen, die immer stärker besetzt werden. Die Turniere hat es halt früher auch schon gegeben, jetzt zählen sie halt zur Ranglisten, sind stärker besetzt und dafür gibt es für die Spieler sonst keine Turniere. Oberösterreich macht das eine oder andere, sonst war mir nichts aufgefallen. Fakt ist, das sind alles irgendwie so Insellösungen oder Teilbereichslösungen. Die österreichweite Community gibt es aus meiner Sicht nicht, was das betrifft. Wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, dass wir es groß diskutieren, beziehungsweise sprengt es sowieso den Rahmen. Ich will es einfach nur mit auf den Weg gehen, ob man vielleicht über die Vereins- und Verbandsentwicklung, über einen Schulterschluss der Landesverbände, sowas Ähnliches wie eine B-Turnierserie, nämlich wieder österreichweit schaffen. Nicht so mit diesen Inseln, dass die Leute gar nicht mehr in kleinen Österreich wegbewegen müssen, sondern nur mehr gegen die spielen, gegen die sowieso schon spielen. Sondern dass man sagt, okay, es gibt eine attraktive, wie auch immer wir es schaffen, A-Turnierserie mit 4 Turnieren, Norden, Osten, Süden, Westen. Hätte, glaube ich, einen Charme. Zielgruppe nicht Top-Level, sondern wirklich so, dass die Jugendspieler schön reinrutschen können in das Turniergeschehen in Elite. Und auch so, dass die Spieler, die jetzt A-Turniere spielen, aber eigentlich nicht wirklich dorthin kehren, halt auch aufgefangen werden in den Turnieren. Ich würde sagen, machen wir sich Gedanken dazu tauschen wir sie einfach zu dem Thema aus, entsprechend zwischen den Lenkungsausschüssen, im Idealfall, wie gesagt, im Teams-Chat vom Developer-Forum. Mag jemand was sagen dazu? Die Schnelle, ganz kurze Wortspenden vielleicht? Ja, ganz kurze Frage. Wie ich es verstanden habe, bei dem Developer-Netzwerk in Teams, da könnte es dann eigentlich so eine Art Gruppenchat oder wie man das nennen mag, geben mit dem Thema Ranglistensystem, oder? Wo jetzt vielleicht einfach mal nur, da müssen ja gar keine offiziellen Personen dabei sein, sondern nur vielleicht eben Spieler, die einfach sagen, irgendwie, das könnte noch besser gehen oder vielleicht einfach auch Leute, die sich vorher leider nicht gemeldet haben oder ja. Aber ist das richtig? Könnte man da so eine Art Gruppen Ding machen? Nein, was da drinnen ist, ist nur eine, also du musst registriert sein im Developer Network. Ja, klar. Dann kannst du hier diskutieren. Also so wie wir da Diskussions- und Frageforum jetzt im Schirm haben, könnten wir einfach einen Kanal machen, das betrifft Turniere, Ranglisten Turniere oder sowas. Und dann kann man in den Kanal alles diskutieren. Das ja. Und würde etwas dagegen sprechen, wenn man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein paar Kollegen empfehle, dass sie sich da auch anmelden beim Developer-Netzwerk, rein mit dem Zweck, dass sie da mitdiskutieren können, also dass das da auch ein bisschen breiter wird, ist eigentlich kein Problem, oder? Aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Das ist, also das Developer-Netzwerk steht grundsätzlich allen offen, die Badminton auch weiterentwickeln wollen. Also ich meine, wir haben genug, oder es gibt einige, wie es ganz positiv formulieren, Suderanten, die irgendwo reinschauen, damit sie irgendwas finden, was nicht so gut ist. Das ist nicht Sinn der Sache. Aber wenn was aktiv beigetragen wird, und ich glaube, du hast gerade in deinem Umkreis einige, die da wahrscheinlich wirklich Ideen haben, die sie einbringen können, nicht im Lenkungsausschuss sein, weil das muss ja auch nicht sein. Lenkungsausschuss ist ja das Kernteam eigentlich, das quasi als Motor für das Ganze fungieren sollte. Und rundum kann es desto mehr, desto besser Leute geben, die im Netzwerk drinnen sind, die Ideen einbringen. Die können auch ins Ideenboard verwenden, das ich zuerst gezeigt habe. Auch da können sie Ideen einbringen. Also das ist perfekt dafür. Super. Wollen wir uns vielleicht eine kleine Internet-Deadline überlegen, bis wann ein Landesverband vielleicht jemanden da sucht, aber nicht suchen muss, aber wer der da mitspricht bei diesem Frageforum? Ich würde jetzt gar keine Deadline sehen. Ich würde einfach sagen, wenn du jemanden hast, den du einladen willst, besser natürlich zuerst sprechen, ist eh klar.
Aber dann haben wir genau dafür diesen Button da gemacht, Zugang zum Netzwerk empfehlen, wo ja, du dir den passt. Link kriegst mit Mail, Boxnummer sagen, ja. Und dann kannst du mich einladen. Also ich sehe da keine Deadline. Das wird mit den Online-Besuchen dann bei den Vereinen natürlich auch wachsen. Wenn man natürlich auch bei den Vereinen sagen, es macht wahrscheinlich Sinn, dass du anmeldest, weil du kriegst einfach Informationen, du kriegst Corporate Identity, du kriegst die Logos, du kriegst Ja, nein, das macht eh Sinn, aber ich habe jetzt eher in, Entschuldige, dass ich unterbrechen muss, aber ich habe jetzt eher in die Richtung gemeint. Also ich finde diese AB-Turniere sehr, sehr gut, diese Idee, dass wir das eigenständig ins Leben rufen, auch österreichweit. Und ich habe schon mit vielen gesprochen. Sie sehen das eben auch, dass das wirklich fehlt. Genau, und jetzt wollte ich nur fragen, ob, oder anstoßen, ob nicht die anderen Verbände vielleicht auch bis zu einem gewissen Tag eben nicht müssen, aber schauen, ob sie da jemanden finden, der auch einfach derselben Meinung ist und dass man da gemeinsam schon diskutiert, dass es halt nicht zu spät gestartet wird. Also wenn man so einen Cup organisiert, muss man halt rechtzeitig die Hallen noch reservieren und sich auf ein Konzept geeinigt haben und so. Das meine ich. Das ist klar, das bringt mir auch zu dem Thema natürlich, wann wir den nächsten Lenkungsaufschuss machen, sinnvollerweise. Weil wir haben jetzt, da ist nur zwei Themen, ich habe dann einen Backlog. Aha, wir haben nur die Ideen aus der Vorbereitung. Moment, da ist ja noch ein Punkt. Über welcher gebeten, dass ihr auch noch ein paar Ideen habt. Die haben wir auch noch, also wir haben jede Menge Themen noch. Ja, ich habe es mal aufgenommen. Passt, weil ich glaube, ein weiteres Jahr ohne Art B-Turnier wäre nicht so gut für die Szene insgesamt. Also wie gesagt, ich bin jetzt auf den Elite-Turnieren und war vorher eigentlich auch so. B-Turnier und höre einfach von ganz vielen, die nicht extra zum Elite-Turnier fahren, weil sie sich dort halt irgendwie nicht sehen, und höre von vielen einfach, dass das halt fehlt. Ja, und das wäre wirklich schade. Gut, danke Michi. Das bringt mich zu dem Thema engere Vernetzung des LA-Teams. Wie gesagt, die WhatsApp-Gruppen, ich hoffe, die WhatsApp-Gruppen, die Teamseiten, ich hoffe, die werden genutzt. Die Frage ist auch, ob man, also ich würde gern, wenn das für euch okay ist, auch die Telefonnummern entsprechend publizieren im Network. Dass im Network die Telefonnummern sind, vielleicht sogar auf der ÖBV-Homepage, dass wirklich diejenigen, die verantwortlich sind für die Vereinsentwicklung im jeweiligen Landesverband, auch sichtbar werden. Wenn man sagt, wir verstecken sie nicht, sondern das Ziel ist ja, dass die Vereine mitdrängen, dass sie da was tut, dass da eine Vereins- und Verbandsentwicklung kommt. Und da war es natürlich ideal, wenn die entsprechenden Verantwortlichen auch auf der Breitensport-Homepage läuft halt unter dem Thema Breitensport, wobei es für mich nichts mit Breitensport wirklich zu tun hat eigentlich, aber im Breitensportbereich halt entsprechend draufsteht, wer in was für ein Land zuständig ist mit der entsprechenden Telefonnummer, dass die Leute Kontakt aufnehmen können. Wenn da vielleicht nichts dagegen spricht, dann würde das forcieren und würde ich dann nur bitten, mir die zu übermitteln oder der, was halt nicht übermitteln würde, dann ja, dann lassen wir das halt aus. Termin nächster Lenkungsausschuss ist allerdings so ein Thema. Weil der heutige war ja mal erstens zum Kennenlernen, meiner Sicht ganz wichtig, wie tickt wer und ein paar weichere Themen. Die zukünftigen Lenkungsausschüsse wären immer so, dass ich zumindest ein weicheres Thema mitnehmen würde. Beim nächsten war es wahrscheinlich das Thema Customer Journey, das heißt alles ein bisschen mehr aus unter Anführungszeichen Kundensicht zu sehen. Aber vielmehr natürlich über die Themen selbst geredet wird dann. Und da würde mir schon vorschweben, dass man den nächsten Lenkungsausschuss, also die Grundidee von den Lenkungsausschüssen war eigentlich einmal so einmal im Quartal anzumachen. In dem Fall würde ich sagen, wäre Mai wahrscheinlich interessant, den nächsten zu machen. Außer von eurer Seite spricht er ganz grob aus dagegen, weil es einfach viele Themen gibt, weil das auch mit dem zusammenpasst, mit der Förderungsdatenbank von Christoph, weil man da dann auch noch über die B-Turniere, auch B-Turniere Ersatz einmal Gedanken machen kann und dann ein bisschen diskutieren. Wobei natürlich für große Diskussionen ist der Lenkungsausschuss
eh nicht da. Also die Idee vom Lenkungsausschuss ist wirklich agil, ein Thema abzuhandeln, und ich sage, noch 5 Minuten, entweder es ist good enough to move on, gehen wir, oder wir geben es wieder im Backlog rein. Aber es gibt natürlich gewisse Themen, die ganz, ganz wichtig sind. Da kann man schon ein bisschen mehr Zeit investieren. Und wenn wir der Meinung sind, dass die A- und B-Turniere wichtig sind, dann ja, sollte man das entsprechend halt auch investieren. Der World Badminton Day am 5. Juli findet statt. Kann nicht jeder Landesverband sagen, ob er das annimmt oder nicht. Ein bisschen Werbung machen. Vielleicht hat irgendwer eine Idee, dann bitte rein. In den Chat. Es geht ja darum, dass da Ideen dann nachher drinnen stehen von anderen, was man da gemeinsam machen kann. Gut, kommen wir zu den Ideen aus den Landesverbänden. Wir haben noch 9 Minuten reguläre Zeit. Wer hat sich was notiert? Oder machen wir es so, dass ihr die kleinen Ideen eindruckt nachher? In der fortgeschrittenen Zeit. Okay, na, dann machen wir es gleich so, dass das nachher als Übung quasi in die Ideen reinkommt. Passt gut. Ich habe das Themenbacklog noch zum Teil ist schon besprochen. Fragezeichen Verbandssoftware. Keine Ahnung, ob es sowas gibt. Das ist einmal Themenbacklog einfach, ob es Software gibt, die ideal für den Verband ist. Wir haben in Niederösterreich mit Office 365 gemeinsam. Wir haben sie gegen Clubdesk entschieden, weil das jetzt für den Verband nicht, für uns nicht den Mehrwert gehabt hat. In Vorarlberg ist Clubdesk gemeinsam, meines Wissens. Aber es sind beides nicht, keine spezifische Verbandssoftware. Also Verbandssoftware war für mich so, dass ich sage, über Software, da sind Vereine drinnen, da ist der Verband drinnen, da ist vielleicht nur ein Verband drinnen, und da habe ich gewissen Nutzen, dass ich da halt über alles drüber was koordinieren kann. Der vielleicht kurz einwenden, Sigi, das Microsoft 365 Thema sehe ich jetzt eben auch nicht als Verbandsverwaltung, das ist einfach ein Kommunikationstool oder Datenorganisation, Infrastruktur, genau wie du sagst. Vereinsverwaltung verstehe ich klassisch halt wirklich dann so Themen wie Mitgliederverwaltung und so, genau. So Themen. Also das kann man mit Microsoft 365 nicht direkt abdecken. Aber was natürlich schon eine Verwaltung ist das Thema Terminverwaltung. Könnte man rein theoretisch, praktisch sind aber dann mit Office 365 auch ein bisschen die Hände gebunden, was wir geredet haben, oder? Ja. Ja. Ja, es gibt eine neue Idee, neue Ausbildungs- und Übungsleiterassistenten, aber das ist auch noch zu jung. Und natürlich das Thema SWOT-Analyse, das könnte man beim nächsten Mal auch kurz erläutern vielleicht oder ein bisschen was zum Einarbeiten haben, wie man so eine SWOT-Analyse macht, also Stärken, Schwächen. Es geht auf der einen Seite um Stärken und Schwächen, auf der anderen Seite um Chancen und Risiken von einem Thema. Das ist so, ja, der Backlog. Zum Übungsleiterassistenten kann ich vielleicht Feedback geben. Da gibt es in Vorarlberg die Möglichkeit, beim Olympiazentrum gibt es so eine Ausbildung. Das heißt, es könnte sich dort abschauen, was dort der Inhalt ist und so weiter. Wie lang? Das ist, ich weiß es jetzt nicht. Weil bei uns im Verein hat er das nicht mehr gemacht, weil man dort jeder einen Übungsleiter hat, aber es ist eben so kurz, dass die Schwelle nicht so groß ist, dass Leute mal eine Ausbildung kriegen in die Richtung. Weil es ist nicht Badminton, das ist allgemein. Was okay. Nein, Übungsleiterassistent ist was wir in Niederösterreich im Zuge von Lehrerfortbildungen eigentlich entwickelt haben, nämlich ein Programm jenseits der Shuttle Time. Einfach mit Lehrer ein bisschen, wie fange ich an mit den Kindern, was gibt es für Spiele, und das Ganze auf 4 Stunden komponiert, also 4 Einheiten, sprich 3 Stunden. Die Basis war eigentlich ein Skriptum von der Iris Freimüller, die das einmal gemacht hat oder immer wieder macht auf die Art und Weise. Und wir haben jetzt die letzten 3-4 Jahre damit gute Erfahrungen gemacht und die Wochen erst wieder gemacht oder letzte Woche. Extrem guten Feedback kriegt, und ich habe das dem Ganzen nochmal zusammengeschrieben, also von der Idee her, das Ganze für Hobbyspieler aufzusetzen, wenn man sagt, Übungsleiterassistent als Überbegriff, geht nur rein Badminton, geht gar nichts anderes, und der Begriff ist vielleicht auch falsch, insofern, aber er klingt attraktiv, und für Badminton oder Badminton-Übungsleiterassistent müsste man dann sagen, dass einfach die Hobbyspieler
ein bisschen wissen, was mit Anfängern, was mit Schnupper da anfangen können. Weil es muss ja ein Schnupper, wenn er in den Verein kommt, der muss ja keinen Trainer dort haben, da reicht er, wenn ein engagierter Hobbyspieler hingeht oder ein bisschen ein besserer Hobbyspieler und dort mit denen nochmal dummschupft. Und dass der ein bisschen was im Hinterkopf hat, ist, haben wir das einmal zusammengeschrieben. Aber muss ich das noch genauer anschauen, sagen wir mal so. Deswegen habe ich es noch im Backlog drinnen. Aber danke für den Übungsleiterassistenten, das klingt auch gut. Gibt es nur in Vorarlberg? Ich kenne es halt von unserem Olympiazentrum, ja. Okay. Ja, desto näher man bei der Schweiz ist, desto besser werden die Strukturen, habe ich den Eindruck. Nein, weil du die Schweizer, also die Strukturen im Schweizer Sport anschaust, also das ist schon vorbildlich. Das ist. Stimmt, ja. Wahnsinn. Gut, bei uns, bei unseren Strukturen leben wir halt nur davon, dass man sagt, die Einstellung ist entscheidend. Diese Folie ist wahrscheinlich für keinen was Neues. Das ist halt das, was der Mario und ich, der Mario lässt sich übrigens entschuldigen, ich glaube, der ist in Deutschland jetzt gerade im deutschen Eck und hat ein bisschen Empfangsprobleme. Das ist immer ein Mario, ist eine Spezialfolie dann. Am Schluss, das sind die fünf Bereiche, die für uns wichtig sind. Und die wir schon lange jetzt einmal im Bereich Mindset Change haben, nämlich auf der anderen Seite die Lösungsorientiertheit, das heißt nicht ans Problem, sondern an die Lösung denken und damit gegebenenfalls auch einen Fehler in Kauf nehmen, Mut zur Lücke, nachhaltig arbeiten und so weiter. Das Werte etablieren haben wir heute schon genug besprochen. Die Feedback- und Lernkultur vorleben, auch das haben wir heute eigentlich besprochen. Was wir nicht besprochen haben, ist eigentlich das einzige, das Thema Serviceorientierung. Dass mein Zugang halt ist, es kommt vielleicht auch wieder vom Business, aber ich glaube, das kann eigentlich nur in dem Sinne sein, dass ich sage, ich kann nur dann Vereine binden oder dazu bekommen, wenn ich als Service anbiete als Verein, als Verband, sich als Verein auch. Und die Idee von einem Verband ist ja, dass es viele, viele Vereine gegeben hat und die haben sich dann zu einem Verband zusammengeschlossen, damit sie nicht nur Spitzensport machen können, sondern damit gewisse Sachen zentralisiert werden. Damit gewisse Sachen, die nicht jeder nochmal machen muss. Und das ist für mich die Serviceorientierung, das wieder ein bisschen ins Leben zu wecken und dort halt auch mit der Vereins- und Verbandsentwicklung mehr anzubieten, als wir nur vielleicht Turniere oder Trainings für Kinder. Und das Ganze unten gemeinsam und mit Freude, ja, da haben wir zwei Sachen, glaube ich, von Vorarlberg übernommen. Das ist wie Marius Einschlag, man merkt es. Aber es ist einfach so wichtig, das, was der Norbert eingangs gesagt hat, so toll. Man muss die Freude haben, es muss das Gemeinsame sein. Und das hat der Martin, glaube ich, kurz gesagt, als Einzelkämpfer, dann hörst du irgendwann einmal auf. Und mit Zwang kommst du vielleicht im Business weiter, aber auch nur kurzfristig. Du kommst nur mit Freude, nur mit Wollen statt Müssen, kommst wirklich dorthin, wo du hin willst. Und alles andere ist, ich sage mal, auch im Business für mich modernes Sklaventum. Also ich sehe das Business nicht jetzt so, dass ich sage, okay, die Leute gehen jetzt arbeiten, damit sie Geld verdienen. Das macht eher das Problem, dass du damit im Business nicht offen kommunizieren kannst, dass damit ein Problem ist, weil die Leute viel zu sehr an einem Job hängen und dass da die Freude einfach immer ein untergeordnetes Thema ist, weil in unseren Köpfen noch immer die Nachkriegsgeneration drinnen ist. Arbeit darf nicht Spaß machen. Was Gott sei Dank jetzt mit unseren Jungen, mit der nächsten Generation schon was anderes ist. Die leben nicht mehr für die Arbeit, die arbeiten dafür, dass sie leben können. Und ich glaube, das ist auch der richtige Zugang. Es darf Arbeit auch Spaß machen. Das Letzte, 1 Minute habe ich noch, dann haben wir perfektes Timing. Ich habe viel geredet heute, viel versucht, ein bisschen mitzugeben, wie ich ticke, was mir persönlich an Werten wichtig sind. Ich hoffe, ihr habt das eine oder andere mitnehmen können. Wenn jemand gar nichts damit anfangen kann, ist das für mich natürlich auch okay. Aber dann hätte ich gern, dass zumindest die eine Folie da hängen bleibt. Und das Zitat ist einfach so treffend ist, aber trotzdem so schwer zu verstehen ist. Wenn du die Welt verändern willst, beginn mit dem Menschen, den du jeden Morgen im Spiegel siehst. Da kannst du wirklich was tun. Du kannst den Nachbarn nicht ändern, aber du kannst dich ändern. Du kannst die Einstellung ändern und so wie du in die Welt rausgehst, so schaltest du dann auch zurück. Und in diesem Sinne ist es jetzt 21.30 Uhr und bis dorthin war der Leitungsausschuss angesetzt. Ich danke für eure Teilnahme. Nochmal die beiden Schlüssel oben, Respekt und Dialog, das Puzzleteil und
Hauptthema, wie es im Badminton Austria, machen wir was draus.